Das Thema ist, also ich habe den Vortrag den Titel Die Dialektik von Windrädern und Drohnen gegeben, weil es darum gehen soll, sozusagen das Umschlagen von der geplanten Kapitalismusreform in den USA von Seiten der Obama-Administration hin zu einer neuen aggressiven Außenpolitik zu skizzieren, weil ich da einen inneren Zusammenhang sehe und das als die Innen-Außen-Dialektik bezeichnen würde. Das heißt, es geht sozusagen darum, Außenpolitik, das betrifft nicht nur die USA, sondern geht jedes Land aus den inneren Widersprüchen, inneren gesellschaftlichen Widersprüchen zu erklären. In seiner Rede zur Lage der Nation 2012 hat Obama diesen bemerkenswerten Satz gesagt: Anyone who tells you that America is in decline or that our influence has waned doesn't know what they're talking about. Darin wird der Anspruch formuliert, insbesondere, dass die USA eine asiatisch-pazifische Macht sind. Und der Grund, warum das der Fall ist, darum geht es hier in dem Vortrag, soll erklärt werden, warum Obama für die USA diesen Anspruch erhebt. Die Frage ist natürlich, warum sollten wir uns mit den USA beschäftigen? Haben wir hier nicht selber genügend Probleme? Das hört man immer wieder, wenn man Regionalstudien betreibt zu irgendwelchen Ländern. Es gibt ja das, was Jürgen Habermas die Renationalisierung als Renationalisierung bezeichnet. Also je größer die Probleme innerhalb der Europäischen Union werden zum Beispiel, umso stärker gibt es die Rückbesinnung auf das Nationale. Es gibt da fünf Gründe, warum man es trotzdem tun sollte. Das erste ist das Wir. Wir meine ich vor allem, also ich adressiere in meinen Vorträgen meistens die Lohnabhängigen, also, aber wir, auch die, die wir jetzt hier sitzen, sind Teil des globalen Kapitalismus. Das ist eine Realität und das, was jetzt zum Beispiel gerade in den USA passiert mit dem Government Shutdown, das betrifft die globale politische Ökonomie, das betrifft natürlich auch Deutschland. Und genauso betrifft eben auch die Euro-Krise die USA und die globale politische Ökonomie. Das heißt, es ist immer, wenn davon geredet wird, dass der Euro eine Konkurrenzwährung ist zum Dollar, muss man darauf hinweisen, dass die USA natürlich kein Interesse daran haben können, dass der Euro abschmiert, und genauso wenig kann Europa ein Interesse an dem Government Shutdown, den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Zweitens, wir sind Teil des American Empire. Das American Empire ist sozusagen die Weltordnung, die entstanden ist nach 1945, also mit dem US-Staat als Garanten des globalen Kapitalismus, erst in der Grand Area des Westens und nach 1989, 91 dann eben des Restes der Welt. Wir sind Teil dieses American Empires durch die Institutionen international, durch G8, G20, durch WTO, NATO und den Washington Consensus. Drittens ist die gegen die gegenwärtige Finanzkrise von den USA aus, aber sie deutet auf Strukturprobleme des globalen Kapitalismus insgesamt hin und ist deswegen entsprechend zu analysieren. Viertens wird häufig vergessen, dass die politischen Auseinandersetzungen, man denke zum Beispiel an den Kampf gegen die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst in Wisconsin und im Mittleren Westen, die Occupy-Bewegung, Fragen der Finanzmarktreform und des Kampfes um eine Finanzmarktreform, dass die politischen Auseinandersetzungen dort im Europäischen sehr ähneln. Das heißt also, wir können auch von den Kämpfen, so wie sie dort geführt werden, Lernprozesse in Gang setzen. Das heißt, man kann von diesen sehr viel lernen. Ich denke da zum Beispiel an den Chicagoer Lehrerstreik von 2012. Und letztens ist natürlich das politische Handeln hier positiv wie negativ durch das politische Handeln in den USA bedingt. Also wenn dort zum Beispiel die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst einen Kampf verlieren um die Tariffähigkeit, zum Beispiel was die Benefits anbelangt, also Rentenzuzahlung von Seiten des Staates etc., dann betrifft das auch die Lohnabhängigen hier. Das heißt, daraus folgt die Maßgabe des Internationalismus. Zum Ziel und Struktur des Vortrags, also es soll wie gesagt darum gehen, so, die Innen-Außendialektik der USA seit Beginn der Krise, seit dem Einbruch der Krise zu skizzieren und diesen Übergang zur Obama-Doktrin aus den inneren Widersprüchen herabzuleiten. Im ersten Teil will ich ein Big Picture geben, also sozusagen meine Grundannahmen auch offenlegen über den Kapitalismus und seine Widersprüche, seine historischen Krisen und Transformationen. Im zweiten soll die Innendimension beleuchtet werden, das heißt also die heutige Kapitalismuskrise, was hat die Obama-Administration getan, um diese Krise zu überwinden und zu bekämpfen, und welche Widersprüche sind in diesem Krisenmanagement zu finden.
Drittens geht es dann um die Außendimension. Meine These ist, dass das Krisenmanagement der Obama-Administration gescheitert ist, an seinen eigenen Ansprüchen, den Kapitalismus auf neue stabile Grundlagen zu stellen. Und die Außendimension folgt eben daraus, nämlich dass das amerikanische Regime extern abgesichert wird. Das war eine Definition von Imperialismus, die wir gleich zusammen mit Frank Detlef und David Salomon entwickelt haben. Und die Obama-Doktrin wird dann eben begutachtet und die Entwicklung des US-Imperialismus in der Krise. US in Anführungsstrichen, weil es eben nicht ein Imperialismus oder ein Imperium der USA ist, sondern eben auch der Europäischen Union als Teil dessen. Viertens soll es dann um die Widersprüche in der Innen-Außendialektik des American Empire gehen und abschließend dann Perspektiven der Politik der Arbeiterbewegung sowohl in den USA als auch darüber hinausgehen und Perspektiven des Antikapitalismus allgemein, politische Alternativen zu dem, wie sich die USA in den letzten 5 Jahren entwickelt haben. Also zu the big picture. Der Kapitalismus ist die Gesellschaft, in der wir leben, und der Kapitalismus ist meines Erachtens durch 3 große Widersprüche gekennzeichnet. Zum einen ist es eine klassengespaltene Gesellschaft, in der Herrschaft ökonomisch funktioniert, also nicht politisch und marktvermittelt ist. Dadurch einfach, dass eine Klasse der Lohnabhängigen gezwungen ist, ihre Arbeitskraft auf den Markt zu verkaufen, um die eigene Produktion zu sichern. Der zweite Widerspruch ist, dass der Kapitalismus zur Globalisierung tendiert, inhärent oder also automatisch. Zugleich aber ist er in einem Staatensystem, von einem System von Nationalstaaten organisiert. Das heißt, immer dann, wenn Kapitalismus Grenzen überschreitet, stößt er an andere Grenzen und dadurch ergeben sich Widersprüche und Konflikte. Und der Staat selber ist eben der Manager dieser Konflikte, sowohl auf der internationalen Ebene, also in den internationalen Institutionen, als auch national zwischen den großen, also zwischen den gesellschaftlichen Klassen. Weil der Staat oder der Staat hat, ist selber sehr widersprüchlich oder und auch ein spezifisch kapitalistischer Staat, einfach dadurch, dass alle seine Funktionen, die Sozialstaatsfunktionen, die dafür sorgen, dass die Bevölkerung integriert wird, über Steuern finanziert werden, die abgeschöpft werden aus der privaten kapitalistischen Akkumulation. Das heißt also, das macht den Staat zu einem spezifisch kapitalistischen Staat. Wenn Massenarbeitslosigkeit herrscht, kann man nicht seine Bosse abwählen, sondern man kann nur die Regierung abwählen, obwohl die wenig für diese Massenarbeitslosigkeit eigentlich kann. Und das ist ja auch der Grund, warum die Demokratie eine sehr stabile Form der politischen Organisation des Kapitalismus ist. Drittens ist, dass der Kapitalismus immanent krisenhaft ist. Also in der ganzen Geschichte, in 250 Jahren des Kapitalismus, hat es immer wieder Versuche gegeben, Kapital und Arbeit zu harmonisieren, Nachfrage und Angebot in ein, in Anführungsstrichen, in ein harmonisches Verhältnis, in ein Gleichgewicht zu bringen. Die ganze Wirtschaftswissenschaft basiert auf diesen Theorien des Gleichgewichts, aber das können sie nur, weil sie modellhaft argumentieren. Aber wenn man es sich das historisch anschaut, gibt es eben diese Harmonie nicht. Und das macht eben die Widersprüche aus, und die Widersprüche zu analysieren, ist halt die Aufgabe von Sozialwissenschaften. Und anhand dieser Widersprüche entwickelt sich der Kapitalismus. So, also die Krise, die wir jetzt haben, ist die insgesamt die vierte große Krise des Kapitalismus in der Geschichte des Kapitalismus. Und alle diese Krisen haben immer dazu geführt, dass ein neuer Kapitalismus entstanden ist. Also wir haben in der ersten großen organischen Krise oder großen Krise, in der großen Depression von 1873 bis 1896, entwickelt sich durch die Krise hindurch und durch Zentralisations- und Konzentrationsprozesse, entwickelt sich der Konkurrenzkapitalismus, wo halt viele einzelne Kapitalisten miteinander konkurrieren, zum organisierten Kapitalismus, wo halt nationale Bourgeoisien entstehen, nationale kapitalistische Klassen, die auf dem Weltmarkt konkurrieren. Das ist ein Ergebnis dieser Krise, und es war auch eben wiederum der Staat, der das angeleitet hat, also der durch bis hin zur Schulpolitik, wo Nationalismus eine der zentralen Aufgaben, nationale Loyalität, sozialpolitische Integration der Arbeiterklassen ein ganz zentrales Muster waren. Und immer wenn in diesen Krisen ein neuer Kapitalismus entsteht, stellt sich auch die Frage zwischen Krieg und Frieden. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser ersten Krise die Krise des britischen Empire, wir haben das Aufholen Deutschlands und der USA.
und vor allem dann die Konkurrenz zwischen Deutschland und den USA, was dann letzten Endes in den Ersten Weltkrieg mündete. Die zweite organische Krise war die Weltwirtschaftskrise oder die Great Depression, wie es in den USA heißt, von 1929 bis weit in die 30er. Viele würden sagen, bis Anfang der 40er, dass der Zweite Weltkrieg diese Krise überwunden hat. Und dort sehen wir eben auch, dass sich wiederum die Oberflächenerscheinung des Kapitalismus ganz maßgeblich verändert. Also wir haben auf der einen Seite in Westeuropa werden alle neuen oder jungen Republiken beiseite geschwemmt. Es entstehen autoritäre und faschistische Regime überall außerhalb der angelsächsischen Welt, also Großbritannien und den USA. Wir haben aber zugleich in den USA den New Deal als eine Art der Bekämpfung eines Managements der Krise von Seiten der Franklin, also der langen Roosevelt-Administration. Und nach dem Ende wiederum eine Fragmentierung des Weltmarkts, wiederum den Kampf zwischen diesen nationalen Bourgeoisien und ihren Nationalstaaten. Wir haben wieder einen Weltkrieg, aber die Folge dieser ganzen Konstellation ist der Aufstieg eben des American Empire. Die amerikanischen Soldaten stehen in Westeuropa. Es gibt in den USA große Befürchtungen, dass Amerika zurückfällt in den Kapitalismus, wenn es sich nicht den westeuropäischen Markt erschließt. Und so wird im Prinzip Westeuropa in das American Empire integriert. Und die Integration Westeuropas ist die Maßgabe oder das Muster für alle weiteren Integrationen, also alle weiteren Länder, die aufsteigend sind und die außerhalb des Kapitalismus existieren. Und das gilt natürlich vor allem nach 1989 für Osteuropa und das gilt heute dann für China, da komme ich dann auch drauf zu sprechen. Schließlich in der dritten Krise verändert sich der Kapitalismus wieder, also dieser fordistische Kapitalismus, der auf Massenproduktion und Massenkonsumtion basierte, sehr standardisierten Lebensformen, der gerät in den 60er Jahren in die Krise. Es ist eine Krise aus ganz vielen verschiedenen Elementen. Ein Aspekt ist eben ein ökonomisches Element, es gibt eine Profitklemme. Und interessant ist, dass die Krise aber zu einer ganz anderen Entwicklung führt. Wir haben nicht mehr wie in den beiden vorangegangenen Krisen eine Fragmentierung des Weltmarkts. Wir haben nicht mehr kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Ost und West oder zwischen den einzelnen kapitalistischen Ländern, sondern wir haben eine Vertiefung des Weltmarktes. Wir haben eine Verstärkung der Internationalisierung des Staates, neue Institutionen der Weltmarktintegration werden geschaffen. Das heißt, also, es zeigt ganz deutlich, dass sagen die Art der Krisenbearbeitung oder wie Krisen sich entfalten, unterschiedlich sein kann, unterschiedliche Ergebnisse haben kann. Und die Frage ist natürlich jetzt, was entwickelt sich aus dieser Krise? Was für ein neuer Kapitalismus wird entstehen? Der alte ist in einer fundamentalen Krise, es ist eine Krise der Akkumulation, es ist eine Krise der ökologischen Reproduktion und auch eine Krise der sozialen Reproduktion und irgendetwas Neues wird daraus entstehen. Und diese ganzen Debatten, die im Moment geführt werden über die Postdemokratie, über den autoritären Wettbewerbsstaat in Europa, also die Abwicklung von Demokratien, muss in diesem Kontext gesehen werden. Und natürlich werden der Erinnerung wach auch an die 20er Jahre, wo die Demokratie eben auf dem Altar des kriselnden Kapitalismus geopfert wurde. Aus dieser dritten Krise des Kapitalismus ist der Neoliberalismus eben entstanden. Das ist sozusagen die Phase des Kapitalismus, in der wir heute leben. Ich will ihn kurz definieren, also wie gesagt, hervorgegangen aus einer Profitklemmenkrise der Unternehmen, der kapitalistischen und dann eben der Kapitaloffensive. Es gab dann massive Kapitalverlagerungen in den USA, vor allem aus den Great Lake States in die Südstaaten, wo die Industrie hingegangen ist, aber zugleich die ganzen gewerkschaftlichen Organisationsformen aus dem Norden nicht existieren. Der Süden ist zu 30% industrialisiert in den USA und hat trotzdem die niedrigsten gewerkschaftlichen Organisierungsraten. Also das heißt, es gab Binnenkapitalverlagerungen und es gab natürlich auch die Globalisierung als Kapitalverlagerung. Das war natürlich eine extreme Strategie. Auch hier hat der Staat wieder eine aktive Rolle gespielt, nämlich wurden jetzt Handelsliberalisierungen, die diese Kapitalverlagerung überhaupt erst ermöglichten, war eine wichtige Maxime der Staaten in der Politik der Profitklemmkrise. Das zweite waren Arbeitsmarktflexibilisierung, also der Wohlfahrtsstaat, der keynesianische, wurde abgelöst durch den, was
manche als schumpeterianischen Workfare-Staat bezeichnen. Das heißt also, die Arbeiter werden nicht mehr abgesichert, sondern sollen fit gemacht werden für den globalen Wettbewerb. Die Thesen, man kennt sie in Deutschland natürlich vor allem als Fördern und Fordern aus der Agenda 2010 als ein zentrales Moment und eben Privatisierung, also das Öffnen von bislang nicht der Kapitalakkumulation bereitgestellten Teilen der Ökonomie, die nun geöffnet werden und der Profitproduktion erschlossen werden. Da denke ich natürlich vor allem an die Teilprivatisierung von Rentensicherungssystemen, die Teilprivatisierung von Gesundheitssystemen, die bislang öffentlich waren, wo jetzt Kapital reinfließt und Profit mit Bildung, mit Gesundheit, mit Rente machen kann. Und deswegen, das kann man Akkumulation durch Enteignung nennen. Die Rolle der USA im neoliberalen Kapitalismus, das muss man, glaube ich, noch dazu hinzufügen, ist, dass die USA, während alle Staaten auf neoliberale Politik umstellten, blieben die USA gesamtgesellschaftlich so eine Art global-keynesianischer Schwamm. Also Überschusswaren sind in die USA geflossen in den letzten 20, 30 Jahren, auch Überschusskapital, das dann an der Wall Street als dem sichersten Handels- und Anlageplatz der Welt angelegt wurde. Das Ganze wurde durch Finanzialisierung finanziert, also wurde Schulden finanziert und vor allem durch Privatschulden. Also die Privathaushaltsverschuldung ist enorm angestiegen in den USA in den 70er Jahren, obwohl wir Doppelverdienerhaushalte haben. Also wir haben also die Feminisierung des Arbeitsmarktes, Frauen drängen auf den Arbeitsmarkt. Es ist nicht mehr der männliche Alleinverdiener und trotzdem haben wir eben diese Privathaushaltsverschuldung. Und so haben die USA die Funktion des Importeurs der letzten Instanz gespielt und diesen neoliberalen Kapitalismus stabilisiert. Dieses ganze System ist dann eben 2007 in die Brüche gegangen und hat eben diese vierte organische Krise hervorgerufen. Die Frage ist jetzt, wird es sozusagen eine neue Welle des Protektionismus geben oder abermals eine Vertiefung der Weltmarktintegration? Gibt es einen neuen Kapitalismus, so wie zum Beispiel der organische Kapitalismus aus der ersten Krise, der Fordismus aus der zweiten, der Neoliberalismus aus der dritten? Wie könnte ein neuer Kapitalismus, ein stabiler Kapitalismus aussehen? Und das wurde häufig als mit dem Stichwort grüner Kapitalismus diskutiert. Dann auch die Frage, ob die USA sich im Niedergang befinden, also ob sozusagen das Empire mit dieser Krise an sein Ende gekommen ist, dass wir zunehmend eine multipolare Welt sehen oder sogar ein chinesisches Jahrhundert und die Frage, ob der Aufstieg Chinas mit Krieg einhergehen wird oder nicht, so wie diese anderen Krisen des Kapitalismus eben immer Kriege hervorgebracht haben. Also der Aufstieg einer neuen Macht und der Abstieg einer anderen waren immer Fragen von Kriegen oder wie Giovanni Arrighi das nennt, systemischen Chaos. Genau. Die chinesische Herausforderung ist historisch singulär für die USA aus drei Gründen. Und zwar Deutschland und Japan konnten leicht als aufsteigende kapitalistische Mächte leicht ins American Empire integriert werden. Sie waren militärisch besetzt, waren politisch nicht mehr souverän und sie waren kleine Staaten. Bei China ist es ein flächenmäßig ebenbürtiger Staat. Wichtiger ist noch, China hat dreimal so große Bevölkerung wie die USA und es ist eben eine Zivilisation. Und viertens könnte man hinzufügen, China ist eben nicht oder wird nicht integriert werden durch eine Kriegsniederlage. Das heißt, es sind ganz neue Herausforderungen. Und das ist sozusagen der große Rahmen, in dem sich jetzt die Analyse des Obama-Projektes bewegt. Als Obama angetreten ist, wenn man sich Obamas Karriere anguckt, war sein Aufstieg vor allem dadurch ermöglicht, dass er sich als Antikriegskandidat inszenierte. Er selber hat nie für den Irak oder gegen den Irakkrieg stimmen müssen, weil er selber noch nicht im Kongress war, sondern eben in Chicago Politik gemacht hat. Aber er hat sich eben als Antikriegskandidat präsentiert in einer Situation, als der Krieg zunehmend unpopulärer wurde. Ein ökonomisches Programm hat Obama eigentlich nie gehabt. Sein Programm entwickelte er dann im Zuge seines Aufstiegs, als immer klarer wurde, dass es einen Zweikampf geben würde zwischen Hillary Clinton und Obama. Und da scharte er dann so einige Wirtschaftsberater um sich und einer davon war Austin Woolsey. Und im Grunde genommen lief sein Wahlprogramm
Programm oder sein Projekt während der Wahl auf das, was man so einen sozialen Neoliberalismus nennen könnte, hinaus. Also das heißt, es ist eine Anerkennung der wachsenden sozialen Ungleichheit und die Ungleichheit wurde ja auch richtiggehend analysiert, dass Wohlstand durch Arbeitseinkommen zurückgeht und Wohlstand durch Investitionsfinanzeinkommen steigt. Und die Schlussfolgerung von Goolsbee und anderen Wirtschaftsberatern von Obama war eben, naja, dann müssen wir die Arbeiter, die Lohnabhängigen an diesen Profiten aus den Finanzmärkten beteiligen. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass sie Anteile erwerben können an den Unternehmen, in denen sie arbeiten. Und wir müssen natürlich, schaut euch doch den Aktienindex an, und welche Ausschüttungen es da gibt, wenn wir die Renten zunehmend finanzialisiert, also kapitalgedeckt organisieren, dann sozusagen steigt der Wohlstand der breiten Masse in den USA. Ne? Das ganze System ist natürlich total zusammengebrochen, also diese Vorstellung mit der Finanzkrise, während unglaublich viele Rentner in den USA enteignet wurden, die ganzen Betriebsrenten, die 401ks plötzlich verschwunden sind über Nacht. Und in diesem, die Krise selbst bricht ja dann in den Wahlkampf von Obama ein und da merkt man, dass sich sozusagen mit diesem neuen Staatsinterventionismus, der durch den Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers nötig wurde am 15. September 2008, dass Obama diesen neuen Staatsinterventionismus übernimmt und in die Richtung dessen geht, was so diskutiert worden ist als neuer, möglicher, stabilerer Kapitalismus, als grüner Kapitalismus. Schon bevor er an die Macht kam, gab es das, was häufig als Keynesian Resurgence, also das Wiederaufleben des Keynesianismus diskutiert wurde. Plötzlich musste der Staat intervenieren, vorher hieß es immer, der Markt reguliert alles. Es gab die Bankenrettung, es gab dann das Konjunkturprogramm. Die Bankenrettung war, wie gesagt, schon unter Bush. Und immer mehr Intellektuelle riefen jetzt nach einem neuen Projekt, das man als grüner Kapitalismus oder Green New Deal bezeichnen kann. Und das ging quer durch das politische Spektrum. Also von Michael Bloomberg, dem republikanischen, später dann unabhängigen Bürgermeister von New York, über Kevin Phillips, der einer der wichtigsten, also für die Southern Strategy in den USA bekannt geworden ist, also eigentlich einer rassistischen Strategie zur Gewinnung des dahin demokratischen Südens für die republikanische Partei. In den 60ern forderte diesen Green New Deal und die keynesianischen Usual Suspects, also Stieglitz und Paul Krugman, Jared Bernstein, Galbraith, aber auch Marxisten wie David Harvey meinten, dass die einzige Möglichkeit, den Kapitalismus zu stabilisieren, eben ein New Deal oder Green New Deal sei. Besonders hilfreich war, dass das dann auch vormals wirtschaftsliberale Ökonomen und Journalisten mit großem Einfluss, Thomas L. Friedman von der New York Times und Martin Wolf von der Financial Times, eben auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Thomas L. Friedman forderte, dass als das Konjunkturprogramm erlassen wurde, dass es gegrünt werden sollte. Green the Bailout war die Forderung. Das heißt also, und dahinter war so die Vorstellung, naja, es muss jetzt Geld ausgegeben werden, um diese Wirtschaftskrise zu beheben. Lasst uns das doch in grüne Technologien speisen. Die grünen Technologien sind die Technologien von morgen. Sie verhindern, dass wir Kriege im Irak und anderswo führen müssen. Sie vergünstigen Energie und erlauben dadurch eben sozusagen einen neuen Zyklus dynamischen Wirtschaftswachstums. Also in der Wirtschaftstheorie gibt es diese kontraktiv'schen langen Wellen. Und wenn man sich den Kapitalismus ansieht, sieht man eben, dass die Booms und die Prosperitätsphasen im Kapitalismus immer mit so langen Wellen einhergehen. Also während des Fordismus war das zum Beispiel dann eben die petrochemische Revolution und die Automobilindustrie. Während des Neoliberalismus dann der Hightech-Kapitalismus, die Computerisierung und jetzt eben die Vorstellung, dass Windräder und Windturbinen und Solaranlagen sozusagen die Grundlage für einen neuen dynamischen Wachstumszyklus jenseits dieser Bankenspekulationen und so bilden können. Obama hat das Ganze hat selber gesagt, der alte finanzialisierte Kapitalismus ist nicht zukunftsfähig. Der wird nicht wiederkommen, den können wir nicht wieder aufbauen, deswegen sprach er von einer Post-Bubble-Economy und Christina Roma, das war seine Council of Economic Advisors, also von einem der wichtigsten wirtschaftspolitischen Institutionen der Regierung, war die dieses Projekt am stärksten formuliert hat. Von daher, als Obama dann an die Macht kam, Time Magazine hat getitelt New New Deal,
es gab Vergleiche ganz massive zwischen Delano Roosevelt, also des Krisenmanagements in den 30er Jahren, und des anstehenden Krisenmanagements von Obama. Es wurde gemutmaßt, Obama würde eben ein neuer Roosevelt. Zur Erinnerung muss man dazu sagen, also worauf basierte eben diese Krisenbearbeitung in den 30er Jahren? Also da kann man im Prinzip fünf Aspekte herausheben. Das eine war eben die institutionelle Aufwertung der Gewerkschaften. Vor allem durch den Wagner Act von 35 und den Fair Labor Standards Act von 38. Die Gewerkschaften wurden plötzlich, also es wurde vereinfacht, in eine Gewerkschaft einzutreten, damit Gewerkschaften sozusagen diesen Druck auf die Löhne und damit eben auch auf die aggregierte Nachfrage abfedern konnten. Und Roosevelt sagte selbst, wenn er Arbeiter wäre, er würde in eine Gewerkschaft eintreten. Das Zweite wurde nationaler Mindestlohn, auch zur Abfederung des Lohndrucks durch die Krise und die Massenarbeitslosigkeit eingeführt. Es wurden öffentliche Beschäftigungsprogramme durchgeführt, die Works Progress Administration und der Civilian Conservation Corps. Soziale Sicherungssysteme wurden eingeführt, eine Arbeitslosen- und Rentenversicherung und korporatistische Staatsstrukturen, also wo Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zusammen die Wirtschaftsentwicklung planen sollten, entwickelt. Jetzt die Frage, inwiefern vergleicht sich Obamas Politik mit dem, was im New Deal passiert ist? Das zentrale Moment oder zentrale Baustein seiner Wirtschaftspolitik war der American Recovery and Reinvestment Act. Das war das Konjunkturprogramm von 2008 also, und dann 2009. Es wurde wahnsinnig viel Geld ausgegeben. 787 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich mal überlegt, wie viel hier in Millionen fehlte für die Bildungspolitik und da wieder ein paar Millionen für öffentliche Einrichtungen, war jetzt plötzlich so viel Geld da, wo es nötig war, die kapitalistische Ökonomie zu stabilisieren. Und trotzdem, paradoxerweise, ist die Staatsquote von 2007, lag sie bei 19% bis 2010, nur um 0,4% gestiegen. Das heißt also, trotz dieses starken Staatsinterventionismus und dieser Staatstätigkeit der ökonomischen, hat sich eigentlich in der Staatsquote fast nichts geändert. Der Hintergrund ist, dass das ist der Anteil des Staates an der gesamten Wirtschaftstätigkeit, also Staat und private Unternehmen. Und der Hintergrund, warum trotz dieser nationalstaatlichen starken Aktivität insgesamt die Staatsquote so gering war, hängt mit der lokal-regionalen Austerität zusammen. Das heißt also, während der Staat ganz massiv Geld ausgab, eben 787 Milliarden US-Dollar, wurde auf den einzelstaatlichen Ebenen und auf der lokalen Ebene ganz massiv gespart. Der Hintergrund ist, dass es in den USA, das was Stephen Gill neuen Konstitutionalismus nennt, Schuldenbremsen gibt. Jeder Staat in den USA mit der Ausnahme von Vermont muss am Ende des Jahres einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorlegen. Naja, wenn irgendwie die ganzen Häuser an Wert verlieren, die ganzen Einnahmen wegbrechen, die über die Property Tax, also die Immobiliensteuer eingenommen werden, eine der wichtigsten Steuern auf dieser Ebene, dann bricht natürlich alles zusammen. Also es können öffentliche Bibliotheken, es können Schwimmbäder, Feuerwehr, Männer, Frauen, Polizei etc. nicht mehr bezahlt werden, Gefängnisse. Das heißt, es musste auf lokaler Ebene musste entweder eingespart werden und es wurde massiv eingespart. Da wurde von der Schließung von Gefängnissen über der Entlassung von Rangers in den Nationalparks, über Entlassung von Lehrern bis hin zu dem Abschalten des ziemlich teuren Straßenlichts, der Straßenlaternen, wurde unglaublich viel gespart. Zugleich wurden Steuern erhoben und viele dieser Steuern waren regressiv, also die wurden dann auf Plastiktüten erhoben und reiche Familien benutzen genauso viel Plastiktüten, wahrscheinlich auch weniger, als arme Familien. Das heißt, die Armen haben im Prinzip diese Steuern bezahlt und das Bizarre oder Perfide an dem Ganzen war, dass sozusagen diese Steuererhöhung teilweise mit Beteiligung der Bevölkerung entschieden wurden. Wurde dann gefragt, soll das Schwimmbad aufbleiben? Dann müssen die Steuern erhöht werden. Dann wurden eben solche Steuern erhöht und die Bevölkerung hat dann für solche Steuererhöhungen optiert und natürlich gerade die arme Bevölkerung, die am meisten auf diese öffentlichen Dienste angewiesen sind. Die Reichen haben ihren Pool oder ihr großes Schwimmbad im eigenen Haus, die brauchen es nicht, aber das heißt also, es entwickelte sich sowas, was man als partizipatorische Austeritätspolitik bezeichnen könnte. Das heißt, das ist erklärt, warum die Staatsquote so gering angestiegen ist.
Zugleich waren die 787 Milliarden, standen in keinem Verhältnis zu dem, wie tief die Krise eigentlich war. Also es droht hier eine Kernschmelze und das Loch in der Wirtschaft lag bei 2 Billionen US-Dollar. Das heißt also, diese 787 Milliarden US-Dollar waren letzten Endes nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das hatte einen Effekt. Es wurde plötzlich, 30 Jahre lang hieß es nur der Markt. Der Markt regelt alles, der Staat ist ineffizient, wenn der Staat was in die Hand nimmt, dann kann es ja nur zu Bruch gehen. Jetzt plötzlich wurde die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass der Staat unglaublich viel investieren musste. Er hat es auch getan. Und trotzdem, was hat sich geändert? Im Leben der Bevölkerung relativ wenig. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, leicht, aber dann auf hohem Niveau stagniert. Und es hat sich also quasi im realen Leben der Bevölkerung wenig geändert. Und das hat dann diese ganze Marktideologie aufgewertet. Seht ihr ja. So viel Geld ausgegeben und es hat nichts geändert, das heißt, der Staat ist ineffizient. Und das erklärt sozusagen, warum in diesem Kontext dann die Tea Party so stark werden konnte. 2010 bei den Kongresswahlen, die ist ja dann Februar 2009 entstanden, da war sie noch relativ klein, sie wurde dann natürlich aufgepäppelt, auch durch viele Kapitalisten aus der fossilen Energieindustrie, Öl und so weiter. Aber sie erlangte durch diese Entwicklung so viel an Zugkraft und bis dahin, dass dann bei den Wahlen 2010 4 von 10 Wählern sagten, sie sympathisierten mit der Tea Party. Entsprechend kamen die Republikaner, was völlig undenkbar war, 2008, nach dem Desaster im Irak und Afghanistan und der Krise, kamen die Republikaner plötzlich wieder an die Schalthebel der Macht, im Kongress, vor allem im Repräsentantenhaus. Der zweite Widerspruch des Konjunkturprogramms war, dass es nicht grün genug war. Von diesen besagten 787 Milliarden US-Dollar waren 105,3 Milliarden Infrastrukturinvestitionen für private Bauunternehmer. Das zweite waren 182 Milliarden für die Arbeitslosenversicherung. Das Geld hätte ohnehin ausgegeben werden müssen, um sozusagen diese Arbeitslosenversicherungsgelder auszuzahlen und auch für Medicare und Medicaid. Schließlich waren 288 Milliarden Steuersenkungen in der neoliberalen Vorstellung, dass Steuersenkungen automatisch zu neuen Arbeitsplätzen führen, weil die Unternehmer ja dann mehr Geld in den Taschen haben, was nicht der Fall ist, weil sie das Geld dann einfach auf dem Geld gesessen haben, das bis heute tun und es teilweise dann einfach nur zum Aufbau von anderen Unternehmen, also neuen Konzentrationsprozessen nutzen. Das heißt, also insgesamt von diesen 787 Milliarden US-Dollar blieben nur 27,2 Milliarden für Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Also diese Vorstellung, man könnte Unternehmen im grünen technologischen Bereich durch staatliche Anschubfinanzierung zu Global Playern machen und da den Kapitalismus auf eine neue Grundlage, eine produktive Grundlage zu stellen, wurde damit natürlich konterkariert. Und das, also es waren 3,5% des gesamten Konjunkturprogramms, was in diesen Bereich floss, und selbst das chinesische Konjunkturprogramm hat mit 5,3% da mehr für diesen Bereich aufgebracht. Aber der dritte und wahrscheinlich entscheidende Unterschied zwischen dem alten New Deal und dem, was die Obama-Administration gemacht hat, ist, dass es einen Kahlschlag im öffentlichen Sektor gegeben hat, anstatt öffentliche Beschäftigungsprogramme. Im historischen New Deal, auf dem Höhepunkt der Work Progress Administration, wurden 3,3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Und im Civilian Conservation Corps, also die ganzen Nationalparks gebaut haben, die wir heute kennen, also vom Grand Canyon Nationalpark bis Yosemite und Yellowstone, wurden 2,5 Millionen Jugendliche beschäftigt. Bei Obama dagegen gab es alleine im Temporary Assistance for Needy Families Emergency Fund 5 Milliarden US-Dollar, also 0,6% des Konjunkturprogramms, was für 250.000 Stellen ausgegeben werden konnte im lokalen Bereich der Bildung, weil eben unglaublich viele Lehrerstellen weggekürzt wurden. Und da konnten diese Regierung temporär, ich glaube, das Programm lief schon Ende 2009 aus, konnten 250.000 Lehrerstellen geschaffen werden. Im Ergebnis sind aber insgesamt 1,072 Millionen Stellen im öffentlichen Sektor abgebaut worden und verglichen dann eben mit dem, wie es unter Roosevelt war, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht der öffentlich Beschäftigten.
Und Berechnungen von Paul Krugman und dem Kapitalarbeitskolumnisten Klein von der Washington Post hätten, während die öffentlichen Beschäftigungsplätze nur so weiter gestiegen, wie sie schon unter Bush weiter gestiegen sind, den man ja immer als Neoliberalen beschimpft hat, dann hätten nicht 1,072 Millionen Stellen abgebaut werden müssen, sondern 1,1 Millionen geschaffen werden müssen. Und das nur, wenn diese Stellen im Durchschnitt gewachsen wären mit einer ja auch wachsenden Bevölkerung. Am krassesten ist vielleicht der Effekt im Bildungssektor. Also öffentliche Stellen heißt natürlich immer eine Krise der Commons, also der öffentlichen Dienste, auf die die gesamte Bevölkerung angewiesen ist, also vor allem natürlich die arbeitenden Klassen. Und so wurden eben im Bildungssektor 300.000 der 8,1 Millionen Stellen abgeschafft. Wenn man diese Stellen abschafft, ist ja klar, wenn Sparprogramme in den Schulen kommen, was macht man dann? Man erhöht natürlich, also man entlässt natürlich Schulpsychologen als erstes und Krankenschwestern und so, aber man erhöht auch den Personalschlüssel, also den Schüler-Lehrer-Schlüssel. Und das krasseste Beispiel ist wie immer Detroit. In Detroit wurden alle gewerkschaftlichen organisierten Lehrer entlassen, durften sich dann neu bewerben auf ihre Stellen, natürlich ohne gewerkschaftliche Repräsentation. Und der Personalschlüssel wurde angehoben von 1 zu 30 auf 1 zu 60 im Jahr 2012, 2013. Und in diesem Jahr 2013, 2014 ist der Personalschlüssel in Detroit der öffentlichen Schulen 1 zu 62. Ja, da möchte man unbedingt Lehrer sein oder Schüler. Insgesamt sind die Bildungsausgaben in den USA zwischen 2008 und 2012 um 10,8% zurückgegangen. Arizona, New Hampshire, Alabama dann am massivsten. Und natürlich mussten die Universitäten den Rückgang der staatlichen Subventionen abfedern. Wie haben sie das gemacht? Naja, indem sie die Studiengebühren erhöht haben. Also insgesamt sind die Studiengebühren ja extrem angestiegen in den USA. Bloomberg Business News hat mal berechnet, dass von 1978 bis 2012 sie um 1180% gestiegen sind, genauso wie die Löhne, ist ja klar. Was ja auch Sinn macht, die Studiengebühren so zu erhöhen, weil die ganzen College-Graduates einen Arbeitsmarkt vorfinden, der sie nicht brauchen und im Prinzip ein Studium für Arbeitsplätze, die sie schlecht entlohnen, absolviert haben und dann mit fünfstellig oder sogar sechsstellig in den Miesen sind. So, das heißt also, wenn man jetzt das Obama-Krisenmanagement insgesamt bilanziert, meine These ist, dass es so im Frühjahr, Sommer 2010 rund um den G20-Gipfel in Toronto sozusagen der Übergang war zur Austeritätspolitik. Das ist parallel gewesen, auch natürlich in Europa. Es gab so eine Phase, wo Timothy Geithner, der US-Finanzminister, nach Deutschland reiste und Deutschland drängte, doch die Sparpolitik aufzuheben. Das hörte dann auch um den Zeitraum auf, nämlich also als auch die USA zur Sparpolitik, zur Austeritätspolitik übergingen. Und am stärksten sieht man sieht man das in der Art und Weise, wie die Teilverstaatlichung der Automobilindustrie stattgefunden hat. Und da kann man auch mal ganz stark sehen, warum der Green New Deal gescheitert ist. Also in der Automobilindustrie gibt es Überkapazitäten, es gibt unglaublich viel Konkurrenz und trotzdem müssen die Unternehmen, weil sie eben so viel Kapital schon versenkt haben in diese Produktionsstätten, da immer weiter investieren. Sie können nicht einfach in einen anderen Sektor abfließen. Das heißt, diese Überkapazitäten sind ein Strukturproblem, das aufgrund der vielen Konkurrenten auf dem Markt und der gesunkenen Kaufkraft in der Weltbevölkerung beruht. Dort hat die Obama-Administration im Prinzip das Gleiche gemacht, was die Regierungen hier gemacht haben. Sie haben nämlich einfach das Problem in die Zukunft verschoben. Es gab auch in den USA eine Abwrackprämie, die sogar noch etwas grüner war als die deutsche. Die Automobilunternehmen wurden aber ansonsten so belassen, wie sie sind, obwohl der Staat jetzt Eigentümer war, wurden die alten Manager beibehalten, bis auf einen Richard Wagoner von General Motors. Es wurden auch überhaupt keine Anstalten gemacht, die Investitionsstruktur zu verändern, also zum Beispiel eine Konversion zu schaffen der Automobilunternehmen hin zum Transportunternehmen des 21. Jahrhunderts, so wie das dann von links immer gefordert worden ist, also vor allem von der
der ökologischen und der Arbeiterbewegung. Und das Vorbild war dann immer die Art und Weise, wie Roosevelt Ende der 30er Jahre die USA auf Kriegskurs gebracht hat, indem Ford und General Motors dann nicht keine Autos mehr produzierten, sondern eben Panzer oder Flugzeuge. So ungefähr hätte so eine Konversion stattfinden können, aber sie hat nicht stattgefunden. Die Obama-Administration hat im Prinzip das staatliche Gelder genutzt, um das alte, schlechte System wieder auf die Beine zu bringen, auch wenn es nur zeitweilig ist. Ähnlich kann man das Scheitern des Obama-Projekts in der Finanzmarktreform sehen. Es gab, obwohl die Banken die Bevölkerung in Geiselhaft nehmen konnten, gab es keine Zerschlagung der Banken, obwohl natürlich klar ist, wenn die Banken nicht zerschlagen werden, wenn sie einmal wussten, sie können sich auf den Staat verlassen, weil sie systemrelevant sind, dann können sie das nächste Mal auch machen und dementsprechend auch höhere Risiken eingehen, weil die Risiken, wenn sie zu Verlusten führen, werden vom Staat aufgefangen, wenn sie aber funktionieren, gibt es halt hohe Profite. Dort hat die Obama-Administration total versagt. So, die USA sind dann nach dem Scheitern des Green New Deal haben eine neue Wachstumsstrategie übernommen oder entwickelt und die ist exportorientiert. Obama spricht seit der Rede zur Lage der Nation 2012 von Reindustrialisierung. Also die Vorstellung ist, dass Industrieproduktion zurückverlagert werden kann in die USA, vor allem natürlich auch in die Südstaaten. Die Hoffnung ist, dass die Exporte verdoppelt werden können bis 2017 und gewährleistet werden soll das durch eine Ausweitung des Freihandels. Man denkt natürlich auch an das Freihandelsprojekt zwischen der EU und den USA. Dahinter steht im Prinzip ein autoritärer nationaler Wettbewerbsstaat. Und das Beispiel der Autoindustrieverstaatlichung ist da wieder leitgebend oder maßgebend. Und zwar wurde in der Automobilindustrie wurden unter der staatlicher Kontrolle wurden die Löhne für alle Arbeiter, die neu eingestellt werden, halbiert. Also von $34 auf $17. Was natürlich uns und die Gewerkschaften waren da waren beteiligt, was natürlich dazu führt, dass die Beschäftigten, die Etablierten gegen die Neuen kämpfen. Und die Automobilindustrie war, was die Lohnentwicklung anbelangt, seit den 30er Jahren tonangebend. Also das, was dort passiert, wird von allen anderen privaten Sektoren nachgeahmt, wenn sie es können. Also das heißt also, die Vorstellung ist, dass man das, was in Europa ja auch passiert, eine innere Abwertung vollzieht. Also dass man die Schulden der oder die Kosten der Krise abwälzt auf die breite Bevölkerung, indem die Löhne gesenkt werden und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird durch gesunkene Arbeitskosten. Dazu zeitgleich gibt es in den USA auch noch eine äußere Abwertung, eben durch das, was die Politik der quantitativen Lockerung der Zentralbank funktioniert. Also das heißt, dass einfach die Dollarpresse angeschmissen wird und der Dollar mittelfristig entwertet wird. Das können die USA ganz gut machen, weil der Euro als Konkurrenzwährung natürlich ausfällt und weil die Bonität des US-Staates nicht in Frage gestellt wird, was auch zum Teil damit zusammenhängt, dass ein Großteil der Schuldige auch in den USA, nicht nur in Europa, im Inland sitzt und eben nicht Zentralbanken im Ausland sind. Weitere Maßnahmen waren, dass die USA den American Manufacturing Enhancement Act, auf den ich jetzt nicht genauer eingehen werde, verabschiedet haben und die Exportoffensive mit öffentlicher Kreditfinanzierung unterstützen. Also die drei Säulen sind eben diese äußere Abwertung, also das Quantitative Easing der Zentralbank, die innere Abwertung, das heißt die stärkere Ausbeutung der wahren Arbeitskraft und drittens ökologischer Raubbau. Nämlich parallel mit dem Scheitern des Green New Deal sieht man, dass Obama plötzlich das, was er bislang immer abgelehnt hatte, also Fracking, also die Schiefergas Produktion plötzlich legalisiert hat, dass er Ja gesagt hat zur Keystone Pipeline, die ökologisch verheerenden Teersandölproduktion aus Kanada in die USA liefert und eben auch das Offshore Drilling. Sarah Palin wurde immer ins Lächerliche gezogen, als sie sagte: Drill, baby, drill. Und in Naturschutzgebieten mit der Arktis und vor der kalifornischen und der Südstaatenküste bohren wollte. Das ist jetzt Obamas Politik. Dort zu bohren zu lassen und tatsächlich funktioniert es. Die Energiekosten sind
30% niedriger. Die USA bewegen sich dahin Netto-Exporteur, nicht mehr Importeur von fossiler Energie zu sein. Die Lohnstückkosten sind deutlicher gesunken als in Europa und die Kapazitätenauslastung ist auch höher als in Europa. Das heißt also, es gibt gute Gründe, warum vor der neuen Wettbewerbsfähigkeit der USA gewarnt wird in China und auch in Europa. Für die USA ist es natürlich eine Illusion, diese Vorstellung, dass man durch niedrige Löhne Kapital anlockt und sozusagen Industrieproduktion hat. Also die niedrigen Löhne sind schon einmal legen ja nahe, dass sozusagen diese alten Hochlohnjobs des Fordismus nicht mehr zurückkehren werden in die USA. Hinzu kommt, dass das Wachstum ein sogenanntes Jobless Growth ist. Also das heißt, dass unglaublich viele, zwar Kapital investiert wird, zum Beispiel Foxconn, also der Produzent von Apple, also der die ganzen Assembly Plants von Apple betreibt in China, der will zurückkommen in die Südstaaten, in den USA, aber durch Robotisierung, also die meiste Produktion, die meiste das Zusammensetzen der Apple Computer und der iPods und iPads etc. wird mittlerweile durch Roboter betrieben. Daraus ergeben sich eine Handvoll Widersprüche. Der erste Widerspruch ist natürlich der, dass diese exportorientierte Wettbewerbs- oder Wachstumsstrategie ein Problem hat, wenn alle Länder das probieren. Paul Krugman hat vom keynesianischen Standpunkt das mal als das Problem bezeichnet, dass wenn alle Länder das machen, dass man dann andere Planeten bräuchte, denen man die Waren verkaufen kann. Weil dieser Kuchen wird immer kleiner durch die innere Abwertung, durch den Druck auf die Löhne, durch den Druck dann auch auf die Nachfrage. Und damit wird sozusagen der Kuchen kleiner und trotzdem wollen alle ein größeres Stück von diesem kleiner werdenden Kuchen haben. Und eine Folge ist deswegen, dass, wie ich schon sagte, die Privatunternehmen, wie zum Beispiel Apple, auf 2 Billionen US-Dollar Bargeldreserven sitzen, 13% des US-Bruttoinlandsprodukts. Das ist wieder ein Grund, warum natürlich Steuersenkungen eben nicht zu mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätzen führen. Greg Elbow hat diesen Prozess als den instabilen Teufelskreis der Wettbewerbsautorität bezeichnet. Und man könnte das jetzt auf Europa ausdehnen, auch in Europa, wenn die größte Wirtschaftsregion der Welt versucht, insgesamt eine Politik der inneren Abwertung zu fahren, wird es nicht funktionieren. Es könnte vielleicht für ein Land funktionieren, natürlich auch auf Kosten der Bevölkerung, wie man es in Griechenland sieht, aber es kann niemals funktionieren, wenn alle Länder das probieren. Das ist halt eben der Another Planet to Sell to Widerspruch. Der zweite Widerspruch ist natürlich der Ökologie-Widerspruch. Wenn man die Autoindustrie sozusagen, wenn man die Probleme der Autoindustrie beispielsweise lösen will, indem man sie erst durch staatliche Subventionen wieder zum Status quo ante subventioniert und dann sich erhofft, dass man in Schwellenländern den Absatz finden kann durch die aufsteigenden Mittelschichten in Brasilien, in China, Südafrika und so weiter, ist das natürlich, wäre das ökonomisch vielleicht tragfähig, aber ökologisch eine Katastrophe. Die amerikanische und westeuropäische Autozivilisation kann nicht verallgemeinert werden, ohne dass dieser Planet ökologisch ins Kippen gerät. Das heißt, das ist der Ökologiewiderspruch dieser Perspektive der Reindustrialisierungsstrategie. Und dann gibt es eben auch einen Moralökonomie-Widerspruch. Moralökonomie ist ein Begriff von dem marxistischen britischen Historiker E.P. Thompson, der in seinen historischen Studien gefunden hat, dass es immer einen Punkt gibt, wo Bevölkerung, wo die Vorstellung von einer moralischen, einer guten Ökonomie mit der Wirklichkeit in Widerspruch geraten und anfangen zu rebellieren. Und ausschlaggebend war natürlich dann häufig der Brotpreis, die Entwicklung des Brotpreises, oder in Frankreich vielleicht der Weinpreis und in Deutschland der Bierpreis. In den USA sieht man, dass es diesen wachsenden Widerstand gibt, also dass sozusagen eine Empörung existiert gegenüber der Politik der inneren Abwertung und auch der Freihandelspolitik. Und Beispiele gibt es von links, es gibt den Wisconsin-Aufstand von 2011 und die Entstehung der Occupy-Bewegung von 2011, aber eben auch ein zunehmend protektionistisch-nationalistischer Rechtspopulismus. Das gleiche Phänomen, was wir natürlich auch hier in Europa kennen, also dass die Europolitik zur Zunahme von linken und rechten europakritischen Parteien und Bewegungen geführt hat. Kommen wir jetzt
Abschließend noch zur Außenpolitik, weil die These ist ja, dass sozusagen das Scheitern der Reform im Inneren zu einer aggressiven Außenpolitik geführt hat. Die Außenpolitik ist formuliert worden, vor allem in der Obama-Doktrin, wo die USA den Anspruch erhoben haben, eine asiatisch-pazifische Macht zu sein. Das heißt also aggressiv gegen China gerichtet. Die Freihandelspolitik, die ja nötig wäre, um überhaupt eine exportorientierte Wachstumsstrategie zu ermöglichen, ist in den 2010er Jahren in die Krise geraten. Also Obama, also die APEC, also das Freihandelsprojekt im pazifischen Raum, ist in der Krise. Das Freihandelsprojekt im amerikanischen, in den Americas, ist in der Krise durch die regionalen Integrationsprozesse in Südamerika. Und die Obama-Administration ist auch in ihren Bemühungen, Freihandelsabkommen mit anderen Regionen abzuschließen, nicht vorangekommen. Zwischen 2008 und 2012 gab es insgesamt 3 Freihandelsabkommen mit so ökonomischen Giganten wie Panama, Kolumbien oder Südkorea. Und bei Südkorea war es auch sehr umstritten, weil es dort eben auch starken Widerstand gab von Seiten der Gewerkschaft auf beiden Seiten. Zugleich gibt es eine Beschleunigung aber der regionalen Integration in Asien, also der ASEAN plus 3 Länder, der Shanghai-Organisation und so weiter und so fort. Und das ist für die Integration, ihr erinnert euch, am Anfang habe ich darüber gesprochen, dass China eine Herausforderung ist. Deutschland und Japan waren kriegsbesiegt, als sie aufgestiegen sind. China ist heute die Werkstatt der Welt ohne diese Aspekte, ist eine Zivilisation. Und von daher wird diese Entwicklung der regionalen Integration in den USA mit Skepsis beobachtet, weil da die Frage hintersteht, ist das etwas, was sich innerhalb des American Empire integriert, also des amerikanisch geführten globalen Kapitalismus, oder ist das schon ein Projekt außerhalb? Und gerade die Chiang Mai Initiative Multilateralization Agreement ist da eine besondere Gefahr, weil dahinter ein Währungswechsel sich verbirgt, der China und den südostasiatischen Raum unabhängig machen könnte vom Dollar als Weltgeld. Genau. Und vor diesem Hintergrund eben haben die USA die Behauptung ihrer Macht im asiatisch-pazifischen Raum proklamiert. Und die Innen-Außen-Dialektik des American Empire sieht dann eben so aus: Ein Teil der Aggression ist, dass Chinas voranschreitender Staatsinterventionismus gerade im bulltechnologischen Bereich, es gab ja auch hier die Handelsauseinandersetzung mit, zwischen der EU und China über die Solaranlagen, Unternehmen, dass der natürlich eine Wettbewerbsverzerrung ist. Und das heißt, die USA müssen darauf drängen, China zu integrieren, weil wenn China außerhalb der Sonderwirtschaftszonen beispielsweise den WTO-Regeln, China ist ja der WTO beigetreten, folgen muss, dann muss es ausländische und inländische Unternehmen gleich behandeln. Das heißt, Subventionen an inländische Unternehmen müssen gleichzeitig auch an ausländische Unternehmen gegeben werden, wenn sie dort investieren. Und das sozusagen ist einer der wichtigsten Aspekte, was die USA leisten müssen, wollen sie China integrieren. Es ist die Frage, ob es einen Handelskrieg mit China gibt. Ich denke, es gibt ihn nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Entwicklung zum Protektionismus gibt. Aber es gibt zumindest eine scharfe Rhetorik gegen China, insbesondere seit 2011, 2012. Die USA verfolgen deshalb angesichts dieses Aufstiegs Chinas und der Unsicherheit, ob China noch Teil des American Empire ist, eine Strategie der Einbindung durch Eindämmung. In China wird ja häufig die Angst artikuliert, dass die USA China eindämmen wollen, so wie die Containment-Politik gegen die Sowjetunion funktionierte. Das ist zum Teil richtig. Und die USA machen das vor allem so. Insofern die Freihandelsabkommen stagnieren, machen sie bilaterale Militärabkommen. Also sie haben Militärabkommen mit Japan, Australien, Korea, Indien und den sogenannten Major Non-NATO Allies Thailand und Philippinen ausgehandelt. In den letzten Jahren unter Obama und in Vorbereitung sind weitere solcher Militärabkommen, also die Stationierung von US-Soldaten, von US-Flotten und so weiter und so fort in den genannten anderen Ländern. Dahinter ist sozusagen eine Strategie, die auch von dem US-Pentagon, vom Kriegsministerium, als Forward Positioning beschrieben worden ist. Hintergrund dieses Forward Positioning ist, dass die USA davon ausgehen, dass Brückenköpfe in den einzelnen Regionen, Militärbasen vor allem, wichtig sind, um
die Weltmarktintegration der restlichen Welt zu gewährleisten, um die Vormachtstellung der USA zu gewährleisten. Sie haben gelernt aus dem Irakkrieg und Afghanistankrieg, dass direkte Bodentruppenkriege nicht funktionieren, dass man Schlachten gewinnen kann, aber keinen Krieg. Und man denkt einfach nur daran, dass China vor allem auch von der Privatisierung der irakischen Ölunternehmen profitiert hat. Von daher geht es jetzt vor allem um die Positionierung von US-Truppen durch die ganze Welt, im Kaukasus unter anderem und anderswo. Und die USA haben sich sozusagen wieder rückbesonnen, weg von dem, was die Bush-Administration betrieben hatte, also Okkupation und dann Demokratisierungskriege und Irak als Modellland einzubinden in eine freie Weltwirtschaft. Also frei natürlich heißend, es wird alles privatisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und sie sind zurückgegangen zu dem, was Alfred Thayer Mann, ein wichtiger Theoretiker, schon in der Geburtsstunde der USA und heute Zbigniew Brzezinski, der langjährige Außenpolitikberater der Demokraten formuliert haben. Eben, es braucht Brückenköpfe und es braucht eine Kontrolle der Weltmeere, eine Handelsflotte und eine Militärflotte. Und das Ziel dieser Politik, das die USA betreiben, ist eben eine Kontinentalblockade gegen China. Chinas Wirtschaftswachstum wird zu 80%, also die ganzen Einfuhren von Ressourcen und von Öl, vor allem natürlich fossiler Energie, wird über die Weltmeere abgewickelt. Das heißt über den Persischen Golf, über die Straße von Malakka und über das Südchinesische Meer. Die USA können, so wie sie positioniert werden, könnten sie China blockieren und sich darauf verlassen, dass China auf das Wirtschaftswachstum, das dynamisch angewiesen ist, angesichts der 200 Millionen Wanderarbeiter in China. Das heißt also, sie hoffen darauf, dass diese Drohkulisse, die sie aufbauen, China dazu bringen wird, keine Herausforderung der US-Hegemonie und des globalen Kapitalismus, so wie er ist, zu wagen, weil eben da die Stabilität der Regierung von betroffen wäre. Zeitgleich gibt es eine machiavellistische Neuorientierung permanent im Krieg. Vielfach wird so diskutiert, naja, die USA, man sieht die Zögerlichkeit im Libyen-Krieg, man sah die Zögerlichkeit im Fall Mali, die Zögerlichkeit jetzt auch in Syrien, dass das sozusagen ein Rückzug, also Amerika im kontrollierten Decline, sozusagen, dass Obama ein kontrollierter Decline-Manager sei. Diese These teile ich nicht. Ich denke, dass sich hinter der Neuorientierung der US-Strategie einfach das Machiavellistische verbirgt, nämlich man kann eben diese Kriege nicht mehr gewinnen durch Bodentruppen. Man kann aber eben mit Drogen sowohl verhindern, dass Zinkserge nach Hause kommen, auch wenn sie so schön drapiert sind mit den US-Flaggen, sind sie nicht besonders beliebt an der Heimatfront. Und man kann damit eben auf Kosten der Zivilbevölkerung in diesen Ländern eigene Soldaten schützen und diesen Krieg sogar noch ausdehnen. Obama hatte schon während der Wahlkampagne bekannt, dass er den War on Terror auf Pakistan ausdehnen wollte. Jetzt hat er ihn eben auch noch auf jeden Somalia, Mali ausgedehnt. Frage ist, was sind abschließend die Perspektiven für die Arbeiter- und Friedensbewegung? Das globale Austeritätszeitalter ist eben genau das, es ist global. Diese exportorientierte Wachstumsstrategie wird sowohl in den USA verfolgt, allerdings im Unterschied zu Europa ohne die Abwicklung der Demokratie. Also diese zunehmende Form des Ausnahmezustands, so wie es hier in Europa der Fall ist. Aber das ist eine globale innere Abwertung. Und die Wettbewerbsfähigkeit wird wiederhergestellt oder soll wiederhergestellt werden auf Kosten von Arbeiterrechten, vor allem natürlich der Gewerkschaft im öffentlichen Dienst. Das ist sozusagen eine der letzten Bastionen der Commons, die geschleift werden soll, auf Kosten der Demokratie und auf Kosten der ökologischen Nachhaltigkeit. Die gewaltförmige Durchsetzung des globalen Kapitalismus geht weiter. Da muss unterschieden werden, meines Erachtens, zwischen dem, was Lock-up-Strategien genannt werden konnten, also Länder, die sich nicht integrieren lassen durch Strukturanpassungsprogramme des IWFs und anderer solcher Dinge, wie zum Beispiel Irak, werden militärisch aufgebrochen und dann integriert, sozusagen umstrukturiert, dass sie in den Weltmarkt, in den kapitalistischen passen. Aber es gibt eben auch sozusagen die Zerfallserscheinung, Staatszerfallsprozesse in Afrika und anderswo, natürlich reaktionäre Formen des
Anti-Imperialismus, also terroristische Formen, die als Bumerang auf den Westen zurückschlagen durch diese Weltmarktintegration, die eben auch dann gewaltförmig bekämpft werden. Also das, was Obama im Jemen macht, hat jetzt nichts mit Weltmarktintegration zu tun. Das ist eine Bekämpfung des Bumerangs, der auf den Westen zurückschlägt. Die Folgen der Durchsetzung der amerikanischen Weltordnung des globalen Kapitalismus sind die beschriebenen Abwicklung oder Abbau der Demokratie. Das ist eine Vertiefung des Neoliberalismus, eine Vertiefung der Zivilisationskrise, gerade im ökologischen Bereich. Es wird Ressourcen und vor allem auch Bumerangkriege verstärken und es wird Formen der Massenmigration verstärken, so wie wir sie jetzt gerade in Südeuropa sehen. Und wir sehen ja auch, wie die Regierungen darauf reagieren. Wir sehen ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Russland denkt, wie stark der Rechtsextremismus und rassistische Reaktionen auf diese innere Abwertung in vielen Ländern vorhanden sind. Wenn man an Frankreich denkt, wo Marine Le Pen eventuell sogar französische Präsidentin werden sollte. Die Frage ist, warum ist eigentlich diese Krise oder warum hat dieser Kapitalismus nicht zu einem grünen Kapitalismus nach Vorbild vielleicht des New Deal geführt, also einen etwas menschlicheren Kapitalismus, wenigstens zeitweilig. Und vor dem, da muss man sehen, also die Regulationstheorie ist eine marxistische Theorie, geht davon aus, dass sozusagen die Veränderungen im Kapitalismus immer Veränderungen von unten sind, durch Druck von unten zustande kommen. Zum Beispiel war der New Deal natürlich auch die Folge einerseits der Angst vor einer Revolution nach sowjetischem Vorbild. Die Sowjetunion war eben das Gegenbild, so wie es die ganze Zeit bis 1991 gewesen ist. Es war aber auch eine Reaktion auf die Verschärfung der sozialistischen Arbeiterbewegungskämpfe im Inneren. Es gab dann die Flankierung durch die Generalstreiks in Minneapolis, in Toledo, Ohio, in San Francisco 1934, die Sit-Down-Strikes in Flint, Michigan und Detroit 1936, 1937. Das heißt also, vor diesem Hintergrund konnte Roosevelt den New Deal überhaupt nur durchsetzen. Und er hat ihn durchgesetzt, vor allem den zweiten New Deal von 1936, 37 gegen den Widerstand der kapitalistischen Klasse. Er war im langfristigen Interesse des Kapitals, weil er den Kapitalismus stabilisiert hat. Hat er eben das nicht, er hat das wohl auch so gesagt, ja? Wenn ich mal den Kapitalisten gesagt, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann werdet ihr auch nicht mehr lange überleben. Second capitalism from itself, ja. Also das kurzfristige Interesse der Einzelkapitale kann eigentlich nur durch sozusagen Druck von unten in langfristige übersetzt werden. Es ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, das den Kapitalismus langfristig zum Überleben zu verhelfen. Ich würde ihn gerne abschaffen. Aber es ist, glaube ich, einfach eine wichtige Erkenntnis, dass der Widerstand von unten immer dazu geführt hat, den Kapitalismus auch zu zivilisieren und in andere Formen zu entwickeln. Die Aufgabe wäre natürlich heute, dass eine Kooptation, so wie sie in den 30er Jahren stattfand, also der amerikanischen Arbeiterbewegung und dann sozusagen der Kapitalismus der 40er, 50er, 60er Jahre, der auf diesem Kompromiss bestand. Die Arbeiter rütteln nicht am Privateigentum, die Unternehmen bleiben in der Hand der Kapitalisten, aber zugleich wird eben ein hohes Konsumniveau ermöglicht. Und sozusagen, dass dieser Kompromiss einer war, der natürlich auch die Arbeiterbewegung unfähig gemacht hat, darauf zu reagieren, weil als das Kapital, als die Profitklemme kam, als die hohen Löhne plötzlich sich zur Geißel der Profitproduktion entwickelten, haben die Kapitalisten das in Frage gestellt. Und man sieht ja zum Beispiel in der Abwicklung unglaublich vieler sozialstaatlicher Errungenschaften, wie wenig davon eigentlich auf Dauer gestellt ist und nicht in Frage gestellt werden kann vom Kapital. Das heißt, die Herausforderung von Alternativen wäre meines Erachtens, es müsste organisiert werden. Man sieht ja am Beispiel der Occupy-Bewegung, dass eine Bewegung unabhängig davon, wie machtvoll sie ist für den Moment, solange sie nicht überführt wird in politische Strukturen, langfristige Strukturen, der Klassenbildung nach innen, der Bewusstseinsbildung nach innen, dass sie dann nicht fähig sind, die politischen Verhältnisse herauszufordern. Man sieht es auch in Spanien oder in Portugal, wo ein Viertel der Bevölkerung auf den Straßen ist und Regierungen trotzdem weiter regieren, als wäre nichts passiert. Sie treten nicht zurück, geschweige denn, dass sich am wirtschaftspolitischen Kurs irgendwas ändert. Das heißt also, es muss
sozusagen, es müssen neue Formen entwickelt werden und die Organisationsfragen neu gestellt werden, wie man Parteien für die subalternen Klassen oder die Arbeiterklassen schaffen kann. Das Zweite ist, um eine neue Kooptation zu verhindern, müssten sie radikal sein, sie müssten die Eigentumsfrage stellen. Und die Eigentumsfrage hat sich ja mit der Bankenkrise gestellt. Die Banken waren plötzlich angewiesen auf staatliche Intervention. Es hätte nichts dagegen gesprochen, sie zu überführen in öffentliche Dienstleistungseinrichtungen beispielsweise, also sie sozusagen zu Staatsbanken oder öffentlichen Banken zu machen. Und die Herausforderung ist, dass alle progressiven Entwicklungen nur global sein können. Nur durch einen Internationalismus von unten es Veränderungen geben kann. Damit schließe ich an. Ich habe eine Frage, wie ist denn der Vergleich von 1939 zu jetzt? Wo sind denn die Gegebenheiten besser jetzt in der Krise oder war das damals besser in der Krise? Weil es gibt ja viel mehr Mechanismen oder der Kapitalismus hat ja viel mehr durchdrungen in den letzten Jahren, jetzt 50 Jahren. Es gibt ja auch so die Gedanken, dass man sagt, okay, wir müssen den nur ein bisschen regulieren, dann überwindet er sich auch selbst, weil er einfach nicht mehr genügend Märkte hat, um die Überkapazitäten loszukriegen. Dann gibt es ja auch welche, die einfach nur sagen, wir regulieren den jetzt und dann wird sich das Problem irgendwann mal selbst ergeben, ja, sozusagen. Und andere sagen, nee, der Kapitalismus, ne, ich glaube, das habe ich auch so, das ist globaler geworden. Aber der war damals ja auch schon global. Ist ja nicht so, dass das jetzt so ein qualitativer Sprung war, sondern eher die Techniken, die da angewandt werden im Kapitalismus, durch neue Technologien zum Beispiel, die sind ja viel rationeller jetzt einzusetzen als wie früher. Das sind ja alles so Punkte, ne, die Sache ja für einen, der arbeitet, nicht gerade einfach gestalten, ne, da irgendwelche Widerstände aufzubauen, ne, und sich zu organisieren. Wie siehst du denn da diese Möglichkeit überhaupt? Ich antworte immer direkt. Ne? Ja. Also das jetzt handlungsperspektivisch ist natürlich die Globalisierung der kapitalistischen Klasse, dass sie heute nicht mehr nationalstaatlich organisiert ist und sozusagen nach innen kämpfen muss gegen die Subalternen, nach außen kämpfen muss gegen andere nationalstaatlich organisierte kapitalistische Klassen, ist natürlich ein strategisches Problem, weil sie geeint sind. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel in der Euro-Krise der Grund, warum diese Regierungen nicht zurücktreten in Spanien, sie sich verlassen können auf die Macht des Kapitals in den internationalen Institutionen. Das heißt, dass sie auf solche Widerstände, obwohl also so massiv sie auch sind, nicht reagieren müssen, weil sie sich berufen können auf EU-Kommission, IWF, Weltbank, USA, so transnationale Eliten. Da haben wir unseren Rückhalt, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Und das macht es natürlich besonders schwierig, gerade weil, also im Grunde kann man ja sagen, dass der Internationalismus, der immer die Stärke war der Arbeiterbewegung, historisch, dass die Arbeiterbewegung seit dem Ersten Weltkrieg, wo sich das ja manifestierte, dass der Nationalismus über den Internationalismus der Arbeiterbewegung siegte, eigentlich immer nationaler geworden ist, nationalstaatlich organisiert worden ist, während das Kapital transnationaler geworden ist. Und ich glaube, dass also die Widerstand sich über den Nationalstaat noch organisiert, also weil er für die Nationalstaaten die sind, wo Hegemonie organisiert wird. Das heißt also, ich glaube jetzt nicht an spontane weltweite Aufstände. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die International Occupy Movement jetzt von sich heraus eine Weltrevolution hervorrufen kann. Also, sondern das muss über Parteiorganisationen, Parteiformen bewerkstelligt werden. Andererseits müssen es eben Parteien sein, die nicht delegierend sind. Also, ne, das, also die Vorstellung zum Beispiel, wie Chantal Mouffe sie
vorbringt. Also man könnte einfach neue Parteien wählen, die müssten einfach nur einen linkspopulistischen Kurs fahren und damit würden sich sozusagen die Verhältnisse ändern. Das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Also es muss sozusagen eine Partei sein, die in und gegen den Staat kämpft, also die innerhalb der sozialen Bewegung aktiv ist und sozusagen auch immer wieder auf die sozialen Bewegungen rekrutieren kann und sagen kann, hey, wir würden ja gerne, was weiß ich nicht, ein wirtschaftsfreundliches, investitionsfreundliches Klima schaffen, aber wir haben die da hinter uns und die machen uns Feuer unter dem Hintern. Also sozusagen, so müsste eine solche Partei funktionieren, weil anders ist, glaube ich, dieses Problem, dass der kapitalistische Staat eben kapitalistisch ist, dadurch, dass alle seine Funktionen steuerfinanziert sind, glaube ich, nicht zu beheben. Also sozusagen, man muss diesen spezifisch kapitalistischen Staat in einen demokratischen Staat umwandeln. Das soll funktionieren. In Venezuela funktioniert es, glaube ich. Aber die haben eben auch wahnsinnig viel Öl. Ja, kann man natürlich nicht vergleichen, aber ich glaube, so, es gibt trotzdem einiges, was man davon lernen kann. Aber die haben ja auch keine, sagen wir mal so, das sind ja auch eigentlich Bewegungen, auch von unten, der landlosen Bewegung. Ich bin mir nicht so sicher, ob eine Partei so das Allheilmittel ist, ne, sondern ich bin eher mehr die Tendenz, ne, dass diese sozialen Bewegungen halt eher eine Plattform bilden müssten, ne, um international dann auf sich, oder Gewerkschaften zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch schon Gewerkschaften, die außerhalb von dem normalen Gewerkschaftsgefüge sich treffen, ne, dass das eher da sich etablieren sollte als in einer Partei. Ich wüsste jetzt nicht den Vorteil einer Partei. Ja, der Vorteil, jetzt direkt dazu, viele Formen der Ausbeutung sind heute nicht mehr primär, also sind nicht mehr Ausbeutung am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz gibt es massive Ausbeutung, aber wie zum Beispiel kämpft man auf der Betriebsebene gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters? Das ist eine politische Frage, die wird staatlich entschieden. Da kann man sozusagen nicht mit der Gewerkschaft im Betrieb was machen. Zumal jetzt in Deutschland, ist natürlich auch international verschieden. In Deutschland gibt es nicht mal das politische Streikrecht. Das heißt, gut, aber das kann man ja wieder erstreiten. Klar, das wären so Fragen auch, wie man bestimmte Formen der Legalität manchmal überschreiten muss. Weil einfach die Gesetze natürlich aus der korporatistischen Zeit sind, aber jetzt der Staat in vielerlei Hinsicht, wenn es um Studiengebührenerhöhung ist, ein antagonistischer Staat ist. Also eine Abschaffung der Studiengebühren wäre mit diesem neoliberalen Staat nicht zu machen. Das hat man jetzt zum Beispiel in Kanada gesehen, wo es diesen Kinderbildungsstreik gab, dass die Kosten, also wenn der Staat sich entscheiden muss, ob er das Geld bei den Banken holt oder ob er es bei ein paar Studierenden holt, dann holt er sich natürlich bei ein paar Studierenden, weil die können nicht Kapital verlagern. Ne? So, und trotzdem wurde da gelernt, dass sozusagen der Staat antagonistisch ist zur Bewegung und dass es möglich ist, wenn man die Einheit wahrt und dass man sozusagen wenigstens das erkämpfen kann, dass die Studiengebühren eingefroren werden. Und ansonsten, was die Parteien, ich glaube, also man sollte, es gab immer so die Tendenz, Parteien und Bewegungen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist nicht sehr hilfreich. Es gab sozusagen aus dieser Erfahrung der Grünen, gab es dann so diesen Neo-Anarchismus bei John Holloway, der dann unter vielen Linksradikalen populär wurde, die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, war ja so der große Slogan. Aber das Weltsozialforum hat die Macht nicht verändert hat, sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht verändert. Und, jetzt gibt es so eine Tendenz, eine Rehabilitierung des Staates, der Parteiform, aber um nicht dieselbe Enttäuschung zu erleben, die man nach den Grünen zum Beispiel erlebt hat, setzt dann eben voraus, dass diese Parteien nicht ihre Hauptaufgabe darin sehen, gewählt zu werden, sondern dass die Parteien ihre Hauptaufgabe darin sehen, die Klasse nach innen zu formieren, zu organisieren, im Bündnis mit den Gewerkschaften. Aber ich glaube, das sind alles so neue Wege, die da ausprobiert werden müssen und die sich von Land zu Land dann auch noch verschiedener gestalten. In den USA gibt es keine linke Partei, es gibt Mehrheitswahlrecht. Alle
Versuche, linke Parteien zu gründen, sind gescheitert, zuletzt die Labour Party in den 90er Jahren. Also da bin ich immer froh, nicht in den USA politisch aktiv sein zu müssen, obwohl ich viele Freunde dort habe, die da aktiv sind, aber da ist es hier schon ein bisschen einfacher. Falls ich selber was in der größten Partei, also ob der in. Ja, aber das sehen müssen sie sich integrieren mit den Veganen. Ja. Und die sind, aber die sind die. So ist es in der. Ja, genau. Aber es würde uns viel besser gehen, wenn wir ein parlamentarisches System hätten. Es wäre viel besser. Zum Beispiel ein Grund, warum Bush Gore geschlagen hatte damals, obwohl es war auch Betrug natürlich, aber ein anderer Grund war dieser andere Kandidat. Ja, genau, wegen Waffneder. Und dann die Leute müssen sich entscheiden, wenn die Leute sehr linksorientiert waren. Dann wollten die Waffneder wählen, aber die waren teilweise schuld, dass Bush gewonnen hat. Es ist schrecklich, aber wahr. Und dann hat man diese schreckliche Bush am Hals gehabt. So richtig so, das war richtig ein Boomerang-Effekt, ein bisschen. Man hat genau das. So, unser System muss sich ändern, aber es wird sich nicht ändern. Weil das ist alles in unserer Verfassung so geschrieben und wir sind so stolz auf unsere Verfassung, dass wir das nicht ändern. Und man braucht sowieso 3/4 Mehrheit, um eine Verfassungsänderung zu machen, und das ist sehr schwer zu bringen in unserem System. Das ist ein Interesse, wenn Leute, die das System ändern können, von dem System profitieren. Genau, das ist das Problem. Es ist ein Teufelskreis, es ist ganz schwer. Ja. Ja, die Frage wäre tatsächlich, welche Strategie man verfolgt, ob man die Wahlrechtsreform sozusagen darauf drängt, auf dem gesetzlichen Wege, oder ob man eine dritte Partei gründet, oder ob man, es gibt ja dann auch diese interistischen Strategien, die ist ähnlich vielleicht wie die Tea Party, innerhalb dann auf der linken Seite real existierend auch in der demokratischen Partei versuchen. Das wäre eine Idee, so eine Art linksorientierte so Flügel von den Demokraten. Das wäre eine Idee. Weil die Republikaner haben es gemacht mit Tea Party, warum die Demokraten nicht? Das wäre eine Idee. Das könnte was bringen. Das könnte schon was bringen. Aber das System Bayer wird sich nie ändern. Und das ist, ich glaube, das verstehen die Leute in Europa nicht. Und es muss sehr frustrierend sein, uns anzugucken und zu denken, warum ändern sie ihr System nicht. Aber es wird nicht geändert werden. Das ist was, ein bisschen traurig, aber wahr ist, weil wir wachsen auf, wir sind stolz drauf. Ich meine, 1776 war vor die französische Widerstandsbewegung und Revolution. Ich meine, wir waren vorher und wir sind extrem stolz drauf. Und wir hatten unsere Verfassung, so vor dieses Storming of the Bastille, hatten wir schon unsere Verfassung. Die Leute werden es nicht ändern, echt. Ja. Und die Frage ist, was die Gründung einer Partei alleine ändern könnte, also in den USA. Weil die Tea Party haben ganz schön viele Änderungen, ganz negative Änderungen, aber die haben ziemlich viel geschafft schon, die Tea Party. Aber das, was die Tea Party macht, ist natürlich auch einfacher. Es ist sozusagen das Starving of the Beast, also den Staat kaputt zu sparen, den Staat zu demokratisieren, auszuweiten, weitere Rechte zu gewährleisten, ist natürlich etwas, was man dem privaten Kapital, das außerhalb des Staates sitzt, abbringen muss. Und das private Kapital hat eben dadurch darin seine strukturelle Macht, dass es immer mit Investitionsstreik oder mit Kapitalverlagerungen drohen kann. Das ist jetzt nicht was man nicht ändern kann, aber es ist sozusagen, es versetzt das Kapital in eine strukturell besonders starke Macht. Und der Staat ist an sich kapitalistisch dadurch, dass er eben immer versuchen muss, das Kapital glücklich zu machen. Und ich glaube, wenn man sozusagen diesen Staat, für Lenin war es so, dass er sagte, man muss diesen Staat brechen, man kann ihn nicht übernehmen. Es gibt andere Ansätze, also sozusagen mit Gramsci, die sozusagen gelernt haben, dass der Staat oder die Revolution im Westen nicht funktioniert, weil eben die Hegemonie außerhalb des Staates liegt, also dass der Staat eben nicht einfach gebrochen werden kann, sondern sozusagen verändert werden muss. Aber da hat man natürlich auch jetzt historisch nicht die positivsten Erfahrungen mitgemacht, also mit Linksregierung. Es ist eine offene Frage. Also ich finde die Debatten ganz spannend,
die jetzt geführt werden, mit einer Relektüre von Rosa Luxemburg, also die hat so ein Konzept der revolutionären Realpolitik, also wo eben so das, was ich vorhin ein bisschen skizziert habe, so eine Politik in und gegen den Staat diskutiert wird. Also Luxemburg wird ja meistens so als Spontaneistin dargestellt, also als wollte sie den, käme der Massenaufstand, der Massenstreik und daraus würde sich eine revolutionäre Situation ergeben, als wäre sie so parlamentsfeindlich, aber das war sie eigentlich nicht. Sie hat versucht, das eben dialektisch zu denken und das ist, glaube ich, sind ganz spannende Ansätze, die man verfolgen kann, aber erstmal wissen wir, was nicht funktioniert. Vielleicht finden wir ja auch den Weg. Aber die Gefahr, dass der Kapitalismus jetzt zusammenbricht, ne, scheint ja nicht so zu gehen, weil neue Strategien, man hat ja immer geglaubt, dass es einfach den großen Crash gibt. Ne. Spätestens wenn die Amerikaner ihren Haushalt eigentlich bewilligt haben. Aber es ist ja eigentlich nur eine Verschiebung in der Krise, weil diese Verschuldung wird ja immer mehr und irgendwann mal muss es einfach zum Schnitt kommen. Das ist ja meistens eine Währungsreform, Krieg. Ja, was kann schon Dramatisches passieren? Genau. Ja. Ganz schön leider sehr unangenehm Dramatisches passieren. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, da sind wir in einem noch schlechteren Verhältnis als in der Depression in den 30er Jahren. Klar, die Bewegungen waren da, die den Kapitalismus herausgefordert haben. Sie haben auch in den USA dafür gesorgt. Und es gab auch in den USA eine faschistische Bewegung mit Huey Long, der Kingfisher und Father Coughlin. Also interessant ist zu sehen, also ich teile diese These der Verelendung nicht, dass aus Verelendung, also ich glaube erstmal, dass der Kapitalismus aus ähnlichen Gründen, wie du sie genannt hast, dass der Kapitalismus nicht von sich selbst zusammenbrechen wird. Was man jetzt, glaube ich, sieht, ist, dass der Kapitalismus ohne einen Widerstand von unten nicht in der Lage ist, sich zu reformieren. Ach ja, ja. Und das ist, glaube ich, also sozusagen, das zeigt sich ganz interessant in Zürich. Ja, das ist sozusagen, also der Kapitalismus den paradoxerweise den Widerstand gegen sich braucht, sich weiterzuentwickeln, um neu zu entstehen, auch wieder hegemonial zu werden. Und dass die Kapitalisten, wenn sie sich so durchgesetzt haben, wie sie es haben, dass sie dann gerne am Ast sehen, auf dem sie sitzen. Nur der Baum wird damit nicht sterben. Ist das nicht theoretisch sinnvoll, da kann ich Widerstand naja, das und dann bricht es schon von der Seite. Ja, das Problem, das wird nicht passieren, weil der Kapitalist, das Privateigentum existiert fort, die Einzelunternehmer existieren fort und das Leben, also im Prinzip eine Verschlechterung des Kapitalismus wird, wenn es keine Alternative von links gibt, immer nach rechts gehen. So, und ich glaube in den USA, weil es eben dieses Wahlsystem gab, weil es diese Bewegung gab, weil war die faschistische Gefahr in den USA auch geringer als jetzt zum Beispiel in Europa. Ich glaube, auch auf heute übertragen ist, eine neue Bewegung von rechts wird entstehen oder die Bewegung, die jetzt existiert von rechts, wird stärker werden, wenn es keine linke Alternative gibt. Das ist ja immer so, wenn es die Leute schlecht denkt, dass sie dann das Wort auf das Neue gucken. Ja, aber wenn wir zum Beispiel diese Tea Party, die sind unterstützt von dieser 1% von dieser reichsten Leute in ganz USA. Die Leute mit dem Kapital unterstützen diese Tea Party. Zum Teil. Aber die Leute, die unterstützen, sind diese extrem reichen Leute. Ja, ja, klar. Also die Tea Party wäre natürlich niemals so stark geworden, wenn sie diese Unterstützung nicht gehabt hätte. Also die Lautsprecher bei Fox News und eben die Koch-Brüder und so weiter, die haben die Infrastruktur für Americans for Prosperity, diese ganzen Tea Party-Gruppen gestellt. Aber zugleich ist es glaube ich, zu leichtfertig zu sagen, es ist alles AstroTurf. Also es ist alles nur von oben sozusagen lanciert durch die Reichen, weil es ist eine Bewegung von unten, ich würde sagen, oder beziehungsweise eine Bewegung der radikalisierten Mittelklassen, so wie wir sie hier eben auch haben. Also die FDP war ja zunächst die Bewegung der radikalisierten Mittelklasse, jetzt ist eben die AfD, eine ähnliche Entwicklung in Skandinavien, in Holland und so weiter. Und da ist die
Frage, ob man die Tea Party da überhaupt nachahmen kann, weil die Linke hat nicht diese Geldgeber, hat nicht diese Unterstützung und sie will auch was ganz anderes als die Tea Party. Sie will eben nicht den Staat schrumpfen, sondern sie will nicht delegieren zum Beispiel, also Macht delegieren, sondern sie will sozusagen die Unterdrückten und Ausgebeuteten zu selbstermächtigen in Gewerkschaften. Ja, weil die Leute in der Tea Party, die haben keine Bildung. Ich meine, das hört sich so hochmäßig an, aber die sind keine gebildete Leute. Und so, ich glaube, dass die einzige Lösung ist die Bildung. Dass die Leute wissen, das ist die einzige Lösung, dass die Leute so wissen, wie sie sich selbst schützen können. Und dass, wenn sie, zum Beispiel, wenn sie mit dieser reinen Kapitalismus immer weiter mitmachen, dass sie sich selbst schädigen. Und das erreicht man nur durch Bildung. Oder? Also politische Bildung. Ich glaube auch, dass sie erreichbar sind für Bildung. Und das sieht man ja, also diese Rhetorik gegen den Sozialstaat, die funktioniert, je abstrakter sie ist, je konkreter sie ist. Ich meine, unglaublich viele, die demografische Gruppe hinter der Tea Party, vor allem sind die 45- bis 60-Jährigen, viele davon sind auf, und die noch älteren, und viele davon sind auf staatliche Rentensysteme angewiesen und sind auf staatliche Gesundheitssysteme angewiesen, Medicare. Und wenn man, also es gab ja vielfach dann die Frage, okay, was sollen wir denn kürzen? Sollen wir den Verteidigungshaushalt kürzen? Nö. Sollen wir die Rentenversicherung kürzen? Nee. So, also ne, von daher, Aufklärung kann da funktionieren, formell gebildet sind sie überdurchschnittlich. Es gibt überdurchschnittlich viele College-Absolventen, was ja auch zeigt, dass die Universitäten jetzt vielleicht auch nicht die prioritären Bildungseinrichtungen sind. Aber also politische Bildung ist, glaube ich, kann man jetzt nicht mit dem formellen Bildungsgrad schließen. Aber es fehlt sozusagen eine Bildung. Also ich interpretiere rechtspopulistische Parteien mit Nikos Poulantzas, der hat eine Analyse des Aufstiegs des Faschismus in den 20er Jahren geschrieben. Und seine These ist, dass sozusagen, es sind mittelklassebasierte Gruppen, das sind die Leistungsträger, die Leistungsorientierten, die normativ sehr eng sozusagen der Bourgeoisie folgen, also rechtschaffend sein, sich an die Gesetze halten, pünktlich sein und so weiter. Und dass sie immer den Parteien der Bourgeoisie gefolgt sind, aber in der Krise, wenn dann zum Beispiel sowas passiert, dass die Banken gerettet werden, aber der Kleinunternehmer wird nicht von einem, was weiß ich, subordinierten mittelständischen Zuliefererbetrieb, kriegt keinen Bailout vom Staat. Da werden diese plötzlich politisiert. Sie haben wenig politische Bildung, da würde ich dir recht geben. Also sie haben sich nie für Politik interessiert, aber plötzlich werden sie gezwungen, sich für Politik zu interessieren. Und dann radikalisieren sie sich, aber weil sie so stark natürlich auch an der Bourgeoisie normativ orientiert sind, weil sie auch Kleinkapitalisten sind. Ich meine, das sind meistens die am gewerkschaftsfeindlichsten sind. Also Gewerkschaften bei Ford oder so, die hatten es einfacher als jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, so einem kleinen Kaufhaus oder so. Das heißt also, sie haben diese Gewerkschaftsfeindlichkeit, sie sind ökonomisch isoliert und sind normativ klassisch orientiert. Sie radikalisieren sich dann eben nach rechts. Und gerade je weniger politisches Bewusstsein man hat, umso einfacher ist es natürlich dann auch Sündenböcke zu suchen. Sie haben alles richtig gemacht, sind zur Schule gegangen, haben Leistung gebracht und haben studiert und haben immer gearbeitet und jetzt irgendwie bricht alles zusammen. Ja, das ist irgendwer schuld. Sie sind es auf jeden Fall nicht. Die haben ihre Rente verloren, zum Beispiel durch die Krise, und dann, ja genau, die reagieren sich so, die brauchen einen Sündenbock. Ja, genau so ist das. Was können wir aus Amerika lernen? Ach so. Was lernt uns das? Ich denke, also was ja viel hier rezipiert wird, sind die Organizing-Methoden in den Gewerkschaften. Jetzt von der Service Employees International Union, also der Dienstleistungsgewerkschaft, wird hier viel natürlich von den Gewerkschaften das rezipiert. Insbesondere für die Frage, wie organisiert man die von Flächentarifverträgen gar nicht mehr gebundenen Arbeiter in Ostdeutschland oder
oder eben die vielen Leiharbeiter und Zeitarbeiter, wie bekommt man sie stärker gewerkschaftlich organisiert. Und ich denke, da kann man viel von lernen. Die Methoden, die die SEIU anwendet, sind auch teilweise sehr fragwürdig. Die gehen mit einem Streikverzicht einher in Betrieben, dass sie den Betrieb organisieren. Aber das kann man ohnehin hier nicht übertragen. Also in den USA sind die Tarifverträge alle auf Firmenebene, hier sind sie eben Flächentarifverträge. Aber da denke ich, kann man viel von lernen. Man kann, glaube ich, insgesamt von der Mobilisierung sozusagen der aktiven Gewerkschaftspolitik viel lernen. Also, es gibt sogar diese Unterscheidung zwischen Political Militancy und Industrial Militancy bei Gewerkschaften oder bei der Arbeiterklasse. Also, dass die einen sind politisch mächtig, irgendwie über ihre Organisationen, die dann staatlich anerkannt sind. Die anderen sind eben auf der Tarifebene, auf der betrieblichen Ebene stark, weil sie eben viel gestreikt haben, dadurch viel Streikerfahrung, Kampferfahrung entwickelt haben. Ich glaube, da kann man sehr viel von den USA lernen, weil sie einfach eine lange, lange Geschichte von Klassenkämpfen haben. Ich würde nicht so weit gehen wie Mario Tronti, der immer meinte, dass Marx zwar aus Europa kommt und man meinte, Marxismus habe in den USA nichts verloren, aber dass die Arbeiterklasse in den USA viel marxistischer sei als die europäische, weil sie eben dort den Klassenkampf aktiv geführt haben. Das ist natürlich jetzt eine steile These oder eine starke These, aber das ist insofern richtig, als die Klassenauseinandersetzungen dort natürlich immer antagonistischer und viel härter waren als hier. Und hier das Problem ist, dass die Gewerkschaften korporatistisch integriert wurden, aber der Korporatismus sich jetzt gegen die Gewerkschaften richtet. So dass sozusagen viele, ich meine, in Deutschland, wenn man sich die Streikzahlen anguckt, sie sind natürlich viel geringer als in den USA. Und für Marx war die Auffassung, dass die Revolution im Handel die Menschen verändert. Das ist nicht irgendwie der Prozess, man übernimmt den Staat und dann werden plötzlich alle Menschen anders, weil sie frei sind, sondern sie verändern sich dadurch, dass sie ihr eigenes Geschick in die Hand nehmen, indem sie Betriebsräte gründen, indem sie Arbeitskonflikte führen. Und ich denke, da kann man wirklich sehr viel von Amerika lernen. Allein wenn man auf einer 1. Mai-Demonstration in den USA ist und da mal eine Gewerkschaft hört und eine Gewerkschaft von hier damit vergleicht, das ist natürlich viel. Müsste sich aber hier die Gewerkschaften neu erfinden? Gut, wir merken es, ja. Mittlerweile. Das Tragische ist natürlich, finde ich, dass sagen, das, was an Erneuerung in den Gewerkschaften da war, ja, dass das durch die Krise abgewickelt oder abgeschnitten worden ist. Einfach dadurch, dass die Gewerkschaften plötzlich mit der Abwrackprämie, der Kurzarbeit so gefragt waren wie nie zuvor im Neoliberalismus in Deutschland. Also die ganzen Programme der Arbeitsplatzsicherung, die kamen ja aus den Gewerkschaften, aber das ist eben dann der rechte Flügel der Gewerkschaften und hat auch jedes Bündnis, ich meine, warum sollten Umweltbewegungen staatliche Subventionen für mehr Wachstum, mehr Autosverkauf und also unterstützen? Das heißt, warum sollte Verdi, die im Niedriglohnsektor sind, die mit dieser Exportindustrie, der Automobilindustrie in Baden-Württemberg und Bayern nichts zu tun hat, warum sollten die das unterstützen? Ja, also, das heißt, man hat einfach eine starke Spaltung gehabt. Man wird sehen, wie sich das jetzt mit der Krise weiterentwickelt. Ich denke nicht, dass die Frage ist, was können wir von USA lernen, ehrlich gesagt, so also was Deutsche von den USA lernen können. Das ist überhaupt nicht die Frage, meiner Meinung nach. Weil ich weiß, dass der reine Kapitalismus in den USA ein sehr negatives Beispiel ist für Deutsche. So, man guckt in den USA an, oh, so machen wir es bloß nicht. Sorry, aber das ist wie man denkt, okay? Oder wie man sich. Und was ich manchmal, was für mich wichtig ist, ist eigentlich, wie verbunden USA und Europa eigentlich sind. Zum Beispiel diese ganze Bewegung, dass so viele Kapital zu den Südstaaten gegangen ist, in den USA, also im Norden, das hat einen großen Effekt auch an Deutschland. Es gibt so viele deutsche Firmen in den Südstaaten von USA. Es gibt Siemens, es gibt Deutsche Bank, es gibt Schwarzfarmer, es gibt Volkswagen, es gibt Audi, ich meine und BMW, die sind alle da. Alle diese riesigen deutschen Firmen sind in den Südstaaten von USA. Die haben riesige Anlagen, die sind mit Absicht dahin gegangen, weil wir keine Gewerkschaften haben. In den Südstaaten haben wir leider gar keine Gewerkschaftenkultur, haben wir nicht. Wir haben es nicht, wir haben es einfach nicht. Vielleicht ist es wegen unserer Rassenpolitik und all unserer Probleme mit Rassen durch die Jahre. Ich weiß es nicht, woran es liegt.
Aber wir haben es einfach nicht, wie im Norden. Und die sind absichtlich zu den Südstaaten gekommen. Und das hat auch einen großen Effekt auf das deutsche Sowjetschaft. Wenn eine deutsche Firma was in den Südstaaten von den USA, zum Beispiel in Alabama, gibt es eine riesige Volkswagen-Anlage, die können die Autos da viel billiger und was weiß ich, ohne Gewerkschaften produzieren. Das hat einen Effekt auf der deutsche Arbeiter. Sein Job ist weg, oder ihr Job. Ich meine, und das, aber das ist auch, dass wir so, aber wir sind auch durch Kultur und wir sind beide, wir sind diese westliche Welt. Wir sind eigentlich viel verbundener, als wir denken, meiner Meinung nach. Aber das würde ja heißen, dass die Bedingungen vergleichbar sind, dass man auch durchaus viel davon lernen kann. Also, oh ja, aber ich meine nur, ich finde, wenn man, zum Beispiel ich als Amerikaner, wenn ich deutsche Leute sagen würde, sie können was von den USA lernen, die würden sich totlachen. So, ich so, oh, ja, guck euch an, ihr seid kein gutes Vorbild. Ich meine, Entschuldigung, aber so irgendwie in meinem Kopf ist es nicht, dass man was lernt, nicht was man lernen kann, es ist eher dieses. Weil ich finde, Europa in Amerika ist es in einem, so ein, es gibt so eine Spalte zwischen unserer Zeit. Ich finde, viele Leute in Deutschland würden Amerika am liebsten einfach vergessen. Entschuldigung, aber einfach so, oh Gott, ich gucke die an und plus nicht in der Richtung gehen und so plus Deutschland und so ein Scheiß retten, Entschuldigung, aber und ich, es ist die traurige Wahrheit, wir sind sehr verbunden. Und unser Schicksal ist verbunden. Obwohl emotional, manchmal denke ich, je schlechter es USA geht, desto besser geht es Deutschland. Aber das stimmt nicht. Ja, aber es gibt eigentlich die Tendenzen wie die Occupy-Bewegung. Ne? Das sind ja Sachen, die aus Amerika kommen. Das ist ja hier nicht erfunden worden. Das meinte ich eher. Das geht mir nicht mehr über Formen der Widerstandsbewegung, ne? Dass man da was lernen kann. Also, dass man aus diesen Ereignissen eben halt was überziehen kann. Nicht jetzt an den Amerikaner schlechthin. Well, aber ehrlich gesagt, als Amerikanerin bin ich enttäuscht von unserer Bewegungen. Ich finde, die haben nicht so viel erreicht, ehrlich gesagt. Ich meine, ich finde, das ist ganz schön dramatisch und die reden schön und das ist ganz nett. Aber die erreichen nichts. Nicht nichts, aber wenig. Ja, aber das ist ja das Problem, dass man das internationalisieren muss. Es kann keiner mehr national gegen Kapitalismus arbeiten. Ja. Der Widerstand muss eben halt über die Grenzen hinweg organisiert werden. Und da gibt es verschiedene Formen, glaube ich. Also wir haben zum Beispiel nicht diese Occupy-Bewegung, wenn Widerstand überhaupt ist, dann haben wir die Grünen, die AKW-Bewegung gehabt, früher Friedensbewegung. Aber die waren alle so partiell irgendwie. Ne? Und Occupy, fand ich, war einfach eine Bewegung, die immer gesagt hat, das liegt am Kapitalismus. Ne? Und nicht, ne, dass wir so viele Kernkraftwerke jetzt bauen, sondern die haben einfach die Wurzel einfach mal benannt. Ja. Das finde ich ein Fortschritt. Ja, ja, nee, okay, das stimmt. Also, das stimmt schon. Okay. Das gibt auch wirklich, ich finde, es gibt viele gute auch Schriftsteller, ne, die das bewegt darstellen können. Ne, die, also, ich weiß nicht, ich gucke öfter mal, aber auch einfach. Ich finde einfach die einfach. Ich gucke ab und zu mal diesen Richard Wolff, das ist so ein amerikanischer Marxist, der im Brecht-Forum immer vorlesen. Und ich finde, er kann das so klar und einfach so spezifisch sagen, ne, ohne dass man jetzt, ne, sich den Marx reinziehen muss oder irgendeine andere Theorie. Ich finde, das fasziniert mich und der analysiert auch gut die amerikanischen Gegebenheiten, das muss ich schon sagen, sodass ich das auch verstehen kann. Ne. Und der Wolff ist ja auch der Urenkel von dem Marx-Freund Wolff. Das liegt ja. Ich weiß genau, was du sagst. Ja. Ich spreche mir das unglaublich klar. Das meinte ich jetzt. Und mit Occupy, dass das ein Fortschritt ist, also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen, wenn man das vergleicht mit der globalisierungskritischen Bewegung aus den 90er Jahren.
es geht eben nicht mehr um die Re-Regulierung des Kapitalismus, es geht sozusagen, es ist auch nicht mehr Stellvertreterpolitik, es ist nicht für die ausgebeuteten Völker in der dritten Welt, es ist sozusagen auch direkte Mobilisierung des Prekariats in den USA. Wenn man sich zum Beispiel dieses Tumblr von Occupy anguckt, das ist akademisches Proletariat. Also unglaublich viele haben eben Studienschulden, schreiben, dass sie Krankenhausrechnungen nicht mehr bezahlen können, oder dass sie wieder bei den Eltern wohnen, oder dass sie 500 Bewerbungen geschrieben haben, oder dass sie, und dieses Besetzungskonzept, das natürlich auch wiederum nicht aus den USA kam, sondern sozusagen aus Ägypten und Spanien, dann in die USA und dann wieder hier zurück, das macht ja auch wirklich sehr hoffnungsvoll, wie stark sich Widerstandsbewegungen internationalisieren. Ja. Das ist ein bisschen fast wie 1848, also wo die Gesellenbewegung die Ideen von der Revolution von einem Land zum nächsten getragen hat. Nur eben heute mit dem Speed von Twitter und Facebook. Ja, das stimmt. Das ist die neue Hoffnung, dass mit Social Media, dass man so schnell miteinander kommunizieren kann. Ich bin zu einer Occupy-Demo gegangen in Düsseldorf. Sag so. Hunderte Leute, es war nicht so viel, aber schon. Klar, das Problem hier ist natürlich, dass Deutschland ganz anders als die USA so nicht von der Krise getroffen worden ist. Also vielleicht auch, ich meine, Kanada war zum Beispiel die globalisierungskritische Bewegung ja eigentlich immer stärker als in den USA in den 90er Jahren. Und dann plötzlich kehrte sich das um. Occupy Toronto war sehr klein und in den USA, Oakland, New York war natürlich phänomenal groß. Ne? Ich glaube, es ist einfach, dass die Krise in den USA viel stärker zugeschlagen hat. Die Mittelschicht noch viel mehr. Ja. Wenn die da erfahren, wenn sie arbeitslos werden oder krank werden, das ist einfach, dass sie dann eigentlich auf den Boden fallen. Und hier gibt es halt schon noch ein gewisses Netz, das aufsehen kann. Ja. Deswegen erfährt die Mittelschicht das hier nicht in dem Ausmaß gedacht. Ja. Das war einmal alles die im großen Haus dann plötzlich irgendwie alle zusammen in einem Zimmer wohnen müssen, weil halt kein Geld da ist, kein Arbeitsumfeld. Aber das ist auch der Grund, warum Bewegungen ein ziemlich kurzes Leben in den USA haben manchmal, weil irgendwann mal muss man einfach zurück an der Arbeit. Nee, es ist echt die krasse Wahrheit. Meine Mutter hat ihre Rente verloren in der Krise und meine Mutter wird einfach arbeiten müssen, bis sie umkippt. Ich meine, das ist die traurige Wahrheit. Die wird einfach arbeiten müssen, bis sie stirbt. Und meine Mutter muss so, sie arbeitet so 60 Stunden der Woche, etwas Verrücktes, sie arbeitet nur. Meine Mutter hat keine Zeit, so irgendwie zu kämpfen. Ich meine, sie kämpft einfach, um die Miete zu bezahlen. Schluss. Und so, das ist das Problem mit USA. Wir haben diese tolle Ideen und wir können auch so Leute richtig zusammenbringen und was weiß ich, aber es ist immer so kurz, es hat immer so ein kurzes Leben. Und man muss einfach weiter gucken auf die praktischen Lebensbedingungen irgendwann mal. Ich meine, das ist das Problem. Deswegen können wir das System nicht langfristig ändern. Und deswegen passiert es einfach nicht. Und zum Beispiel, was hat Occupy eigentlich geändert? Das ist das, was so frustrierend ist. Ich meine, was? Ich meine, es war schön, aber was hat es eigentlich geändert am System? Hm? Ja, manche würden sagen, das ist so die Kandidatur von de Blasio in New York für den Bürgermeisterposten hervorgebracht hat. Und, ich glaube, manche andere haben die These vertreten, dass dieser ganze Diskurs über soziale Ungleichheit Teil wurde des US-Diskurses. Ich stimme mit dem nur zum Teil überein, weil im Grunde genommen ja Occupy, also die Austeritätspolitik hat Occupy nicht geändert. Also Obama hat dann ein bisschen sozusagen versucht, die Sprache von Occupy zu sprechen, auch der 1% gegen 99%. Es gab so eine Rede in Osawa Tomei, wo Theodore Roosevelt damals seine Anti-Monopol-Rede gehalten hat. Aber es hat ja an der Politik nichts geändert und da würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, das war auch früher nicht anders. Also wenn es Massendemonstrationen gab oder Massenbewegungen, die sich regelmäßig getroffen haben, irgendwann laugt das aus, genau aus dem Grund, den du genannt hast. Die Leute müssen wieder zurück zur Arbeit. Die gleiche Erfahrung hast du in Ägypten gehabt mit den Platzbesetzungen, dass da auch dann irgendwann
sich die Frage stellt, okay, was jetzt? Wir haben diese kritische Masse erreicht, wie überführen wir das in langfristige Organisation? Das meinte ich mit der Machtfrage oder der Organisationsfrage. Und da denke ich, dass es nicht anders geht, als das parteiförmlich zu machen. Oder zumindest in den USA als langfristige politische Organisation, die da Druck ausübt auf die Regierung. Ne? Und, ja, ich meine, ich würde argumentieren, die einzige Massenbewegung, die richtig Erfolg hatte in den USA, war die Bürgerrechtsbewegung. Ich meine, das war die Massenbewegung, die Erfolg hatte. Aber die hatten, und es gab auch so eine wirtschaftliche Verbesserung für die afroamerikanische Bevölkerung, aber es war hauptsächlich politische so Ziele, so Wahlrecht und so, was heißt ich, Wahlrecht, Hausmieterrecht, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, dass man, jemand könnte nicht sagen, ich miete diese Wohnung nicht zu dir, weil du afroamerikanisch bist, sowas haben die erreicht, oder dass die Wählenden haben die erreicht, oder dass die zum Beispiel in der Arbeitsplatz, dass man offiziell nicht einfach nicht sagen könnte, du kriegst den Job nicht, weil du einfach nordamerikanisch bist. Sowas haben die schon erreicht. Und das war einigermaßen, die haben was erreicht. Aber die haben nicht gesagt, wir sind gegen Kapitalismus. Die haben das total auf eine andere Schiene gemacht. Die haben eigentlich dadurch auch so wirtschaftliche Ziele erreicht, eine wirtschaftliche Verbesserung erreicht, aber die haben eher auf so Menschenrechte, haben sie. Das ist auch noch eine Debatte, also ein Bekannter von mir, Clyde Barrow, der US Daten ist, Politikwissenschaften, der Professor ist, der meinte, dass sie haben ihre Kampagne damals Committee for Economic Democracy genannt, also das natürlich sagen, Economic Democracy meint nichts anderes als Sozialismus, aber... dieses Sozialismus, eine andere erfolgreiche Bewegung war natürlich die Arbeiterbewegung. Ne? Das ist natürlich die Frage, wie man, was ich an Occupy so spannend fand und finde, und auch an Wisconsin, ist, dass zum ersten Mal es ein Bündnis gegeben hat zwischen sozusagen der außerparlamentarischen, radikalen Linken und den Gewerkschaften. Also, und ich glaube, das sind sozusagen die, wenn man an den Chicagoer Lehrerstreik denkt, das sind die Formen, wie Bewegungen erfolgreich sein können. Wenn sie eben, wenn die Gewerkschaften sich als Volksbewegung, als politische Bewegung artikulieren, aber aus den Betrieben selber heraus. Zum Beispiel jetzt bei dem Chicagoer Lehrerstreik ist natürlich, kommt die Tea Party und sagt, ja, ihr Lehrer, ihr habt doch irgendwie ausgesorgt, ihr habt irgendwie doch so hohe Einkommen und eure Benefits, Kosten gehen immer durchs Dach und wir hart arbeitenden Amerikaner müssen das bezahlen in unseren Steuern. Und da ist es ihnen eben gelungen, ihre Forderung nicht als eine partikulare Forderung für höhere Löhne darzustellen, sondern eben als eine, die für die Verbesserung der Schulen ist, also die bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrer, also wo die Gewerkschaften sich eben als soziale Bewegung auch organisiert haben. Und wenn es ihnen dann noch gelingt, sich mit außer antikapitalistischen Bewegungen, die sich jetzt sozusagen Occupy-Modell organisieren, zu verbinden, sind das, glaube ich, sehr, sehr starke Bewegungen. Also ohne diese Betriebsebene, wo die Ausbeutung, primäre Ausbeutung stattfindet, zu berücksichtigen, wenn wir den Kapitalismus nicht verändern können. Deswegen müssen wir die Südstaaten organisieren. Ja, genau, wir machen es dringend, bitte. Dringend, echt. Ja, du hattest dich vorhin noch. Nee, ja. Ja, Entschuldigung, das ist ein Sport, das geht nochmal. Ist es nach 9? Ja. Ja, also, falls Interesse besteht, das Buch kann ich zum Autorenrabatt abgeben. Das war nochmal 23. Und das Imperialismusbuch, dafür gilt das gleiche, es kostet 99, sonst das kann ich für 7 abgeben. Das ist inhaltlich das eine und das andere. Also das Buch ist von 2011.
Das heißt, Imperialismus, das habe ich zusammengeschrieben mit Frank Deppe. Der Professor. Genau, weil, bei dem habe ich unter anderem studiert in Marburg, das ist aus Politikwissenschaft. Und das ist im Prinzip die Frage, ob die alte Imperialismustheorie tragfähig ist. Und wir diskutieren so neue Imperialismuskonzepte. Einiges auch der Sachen, die ich vorgestellt hatte. Also warum zum Beispiel die Krise des Kapitalismus vor 1945 zu Fragmentierung, Weltkriegen geführt haben und warum sie das nach 1945 eben nicht getan haben. Ja. Also inwiefern das mit der Globalisierung von Investitionsströmen und alles beziehen, was es damit zu tun hat. Und das Buch ist, also das, was ich vorgestellt habe, ist das Einleitungskapitel. Das ist 55 Seiten lang. Und dann sind Kapitel, also der erste Teil ist über Obama, das Obama-Projekt, sein Aufstieg, die Gesundheitsreform und genau, der Aufstieg, die Gesundheitsreform und die Frage, ob der neue Roosevelt oder der neue Clinton ist. Dann gibt es einen Teil über soziale Bewegungen, also zwei Kapitel über die Tea-Party, zwei Kapitel über Wisconsin, den Aufstand, ein Kapitel über Wall Street und dann der dritte Teil ist die Außenpolitik, da ist ein Kapitel über Libyen-Krieg, ein Kapitel über Bürgerrechte, Islamfeindlichkeit nach unter Obama und ein Kapitel über die US-China-Beziehung und der letzte Teil ist dann eine Wahlanalyse von 2012 aus der Klassenperspektive, wo ich die These vertrete, dass sozusagen dass keine Wahl die Hauptnarration ist, ja, dass die Minderheiten für Obama gestimmt haben und ich zeige Ihnen auch, dass die Minderheiten eben auch gerade Klassenminderheiten sind. Genau. Das und eine Analyse der Vorwahl der Republikanischen. Also warum der mit Romney sich gegen die ganzen Tea Party-Kandidaten durchsetzt. Das ist das. Ja.